Und damit einen wunderschönen Nachmittag. Es ist wieder Zeit für die Festival-Playlist von Forza Horizon 5. Der Herbst, besser gesagt die Sturmsaison von Serie 8 steht an. Und da steht natürlich ein ganz besonderes Fahrzeug an. Für mich persönlich natürlich das Highlight-Fahrzeug dieser Serie. Für manche anderen vielleicht nicht. Wobei diese gesamte Serie schon eigentlich ein ziemliches Highlight ist. Zumindest mal, wenn man auf deutsche Fahrzeuge steht. Die Rede ist natürlich in meinem Fall ganz klar vom 911 GT3 der Baureihe 992. Den aktuellsten GT3, den es so gibt. Der GT3 RS ist ja noch quasi in Entwicklung. Der dürfte, denke ich, glaube ich, dieses Jahr auch noch präsentiert werden, aber Stand jetzt ist der halt hier noch der aktuellste. Den können wir heute gewinnen beim Erreichen der 20 Punkte. Ist auch tatsächlich das einzig neue Fahrzeug, was wir heute gewinnen können. Autopass-Fahrzeuge wie immer ein bisschen außen vor, wobei dort gibt es den RS3 Sedan zu gewinnen oder S3 Sedan. Moment, das kontrollieren wir gleich mal. Ich bin beim Audi-Thema nicht immer so hundertprozentig drin. Es ist tatsächlich ein RS3 Sedan. Ja, auch sehr cool auf jeden Fall. Also die Limo-Variante des 3er Audis finde ich sowieso ein bisschen cooler als die Hot Hatch-Variante. Aber das ist auch wieder persönlicher Geschmack. Auf jeden Fall cooles Fahrzeug. Auch wenn es da mittlerweile schon eine neue Generation gibt. Also schon quasi kommt neu ins Spiel und schon nicht mehr das aktuellste Modell. Aber das ist heute nicht das Thema. Wie gesagt, heute ist das Thema die Festival Playlist. Ich grüße euch alle, die eingeschaltet habt. Willkommen, willkommen. Um da mal gleich ein paar Namen zu nennen, die schon sich im Chat verewigt haben. Also wir haben hier am Start ConciFlow, Whistler, Glorious, Overkiller, Skyracer, Tobi, Memphis natürlich, Titus, grüßt euch, Samuel. Dann SMRTN. Ja, ich lese es jetzt mal einzeln vor. Shedus ist am Start, Wanderrad ist da, Lukas BMX Gamer ist da, Perücke Golf ist am Start, grüßt euch. Dann haben wir Mario mit am Start, Gumball ist am Start, Marco, Sieger oder Sie, oder einfach nur Sie. Sieger, ja, auf jeden Fall. Markus, Choosy Peep ist auch am Start, Moinsen, The Snoopy's World, Dr. Strange, Unterhosenzoo, grüßt euch, Konsti, Juppes, Westfale, Django, Alexander, Humax, Bene, Cartman, Schnitzel, Mr. Jellybeans, Lord Bo, Maul oder Alex, Sammy ist auch am Start, Andi Macht, Moinsen, Heinrich ist auch am Start, Berkey, Eddie Confetti, grüß dich und McLaren-Fan ist auch am Start. Ja, McLaren ist auch super, ja, auch wenn es heute weniger wahrscheinlich um McLarens geht. Aber McLaren-Fan ist auch am Start, Black, warte mal, Black Eagle heißt es, glaube ich, ne? Soll das dann wahrscheinlich heißen. Black Eagle, grüß dich. AWD, Jich. Also manche Nicknames, es tut mir wirklich leid. Also ihr könnt mich gerne sagen, wie ich es aussprechen soll. Ich versuche es mir zu merken, es wird nicht immer gelingen. Aber manchmal tue ich mich ein bisschen schwer, das vorzulesen, wenn es so aus Abkürzungen besteht. Auf jeden Fall grüße euch. Und hoffe, dir geht's gut, Ray. Habe heute nämlich Kopfschmerzen. Oh ja, Kopfschmerzen sind scheiße. Kenn ich mich aus, bin ja gefühlter Experte. Wünsche dir auf jeden Fall ganz schnelle und gute Besserung. Wenn du es nicht aushalten kannst, ne, ich bin dir nicht böse, wenn du den Stream ausschaltest, weil ich weiß nicht, ob Stream gucken, während man Kopfschmerzen hat, so geil ist. Ansonsten, wie immer, die Stream-Aufzeichnung gibt es ein paar Tage später auf YouTube, meistens am Samstag, Nachmittag, wenn alles passt. Also von daher gerne auch dann einfach da nachschauen. Da kann man sich ja auch dann willkommen fühlen. Sweezy ist auch am Start, der Hunde ist auch am Start, grüßt sich, GT3-Falke, Moinsen, Rain One, Moinsen, Black Eagle ist richtig, sehr schön, hab ich richtig gelesen, sehr gut. Skillet Striker, danke dir für den Prime-Sub, danke schön, dass du Prime hier rein investierst, vielen lieben Dank dir. Die wichtigste Farbe beim RS3 fehlt in grün, was? Skandal. Ja, aber gut, dann können wir das ja vielleicht im Let's Play ändern. Ich versuche dran zu denken, vielleicht mache ich den im Let's Play dann einfach grün. Ja? So, ist eine Reihe von Initialen, okay. Dann haben wir noch hier Dope Shit Gamer. Das ist ja richtig dope. ja, wir gucken gleich in Forza-Ton. Grüße ich erstmal. Kein Ding mit der Aussprache. Hab die Vokale gestrichen. Martin ist Martin quasi. Okay, ich verstehe. Nado, grüß dich. Moinsen. Und Maul, danke dir auch für den Prime-Sub, für den Resub sogar mit Prime. Vielen Dank dafür. Und Thunder Ball Cave, auch vielen Dank für deinen Prime-Sub. Vielen Dank euch, dass ihr euer kostbares Prime-Abo bei mir hier rein investiert. Willkommen, willkommen. Und
Dann, guck mal, ich hoffe auf den 22er S3 Sportsback, aber den Sedan nehme ich auch. S3 Sportsback mag ich mehr, seit er vor meiner Tür steht. Ja, gut, kann ich verstehen, wenn man da so einen Bezug dazu hat. Das ist natürlich cool. So, JPs Video passt irgendwie schon wieder zu den heutigen Autos. JPs Video war heute Audi RS4, glaube ich, und sein hier Dingens, RWB Porsche, oder? Inwieweit passt es zum heutigen Video oder zu den heutigen Autos? Frage ich jetzt noch nicht so ganz. Weil Porsche und Audi, meinst du? Ja, gut. So gesehen passen JPs Videos meistens zu dem, was man erlebt. Es sind Autos. So, nee, das, was halt sehr cool gepasst hat da vor einigen Tagen, war halt das mit dem, mit den 458 Speziale und mit dem Pista, den er sich angeguckt hat, wo ich quasi dann parallel diese Videoreihe gestartet habe. Das fand ich schon sehr lustig mit dem 458, mit dem 488. Deadline, ich habe eine dumme Frage. Das ist keine dumme Frage, das ist eine sehr gute Frage, die jetzt kommt, nämlich: Wie bekomme ich extremes Untersteuern weg? Also, prinzipiell kann man schon mal sagen, egal was du beim Fahrwerk änderst, wenn du Untersteuern wegbekommen möchtest, dann machst du es entweder hinten härter oder vorne weicher. Normalerweise sagt man in der Regel eher erstmal hinten was ändern, damit sich's vorne ändert und umgekehrt, aber in Forza nicht immer unbedingt, deswegen vorne generell Sachen weicher machen oder runterstellen. Aber ansonsten empfehle ich dir einfach mal, schau mal in irgendein Video bei mir auf dem YouTube-Kanal, also irgendein Forza-Video, da müsste der Tuning-Guide von Horizon 4 verlinkt sein. Und in Part 2, ich weiß, es ist ein bisschen jetzt viel Klickerei, aber versuch's dir mal zu merken, in Part 2 gibt es einen Guide. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich den Guide sogar extra verlinkt. Moment, das gucke ich gerade ganz kurz mal. Das kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen, aber das ist ja auch eine Sache für ein paar Minuten. Ich glaube, ich war sogar so schlau und habe das sogar extra nochmal verlinkt, bevor ich da jetzt was Falsches sage. Und ich habe, Moment, ich muss kurz hier auf YouTube bei mir gehen und auf den Kanal. Und dann gehen wir das, ups, dann nehmen wir das Video von heute. Und dann gehe ich in die Videobeschreibung und dann, genau, nee, ich habe sogar extra verlinkt. Du musst gar nicht so weit klicken. Da steht unter Tuning Guide steht FH4 Tuning Problem Guide. Und da mal drauf gehen, dass dieser Problem Guide, der ist ja quasi in FH5 1 zu 1 umzusetzen. Den mal einfach nutzen. Da steht quasi drin, bei welcher Situation was passiert und wie du es ändern kannst. So, das vielleicht einfach mal nutzen. Ich glaube, das kann dir sehr, sehr stark helfen, um dein Untersteuern wegzubekommen. Wichtig ist dann für dich halt rauszufinden, okay, ist es ein Untersteuern in die Kurve rein, in der Kurve selbst, in schnellen Kurven, in langsamen Kurven, aus der Kurve raus? Ist es immer untersteuernd? Also, ne, und solche Sachen musst du halt dann einfach dir quasi fragen. Und ansonsten, wenn es halt immer zu extrem und zu krass ist, je nachdem, könnte es halt sein, dass Fahrzeug vielleicht vom grundsätzlichen Aufbau zu krass ist. So, dann würde ich aber sagen, wir starten mal rein. Marc, grüß dich. Wir starten mal rein in die ganze Schoße und wir beginnen natürlich mit dem Forzaton Shop. Da kann man diesmal sich den, ja, Rally Raid Macan gönnen oder den Tankpool Truck. Beide habe ich jetzt schon, aber wenn man die noch nicht hat, warum nicht? Des Weiteren gibt es ein Deutschland-T-Shirt, klar. Also ein Deutschland-T-Shirt, das muss natürlich schon sein. Und dann gibt es noch die Drillerpfeife, die ich schon habe. Die klingt wie folgt. Ja, wie wenn der Schiri mal so richtig, richtig schlecht gelaunt auf dem Fußballplatz ist und ein richtig böses Foul wegpfeift. So klingt das ungefähr. Gut, und nach dem Forzaton-Shop gehen wir natürlich in den Forzaton oder zum Forzaton, der diesmal heißt: Sport steht schon im Namen. Kapitel 1: Vorsprung durch Technik. Ho. Da haben sie sich aber richtig mal dem Slogan bedient. Erhalte und fahre den kleinsten Audi der S-Line, den 2015er Audi S1. Kapitel 2: Extreme des Alltags. Nutze die Vorteile des Quattro-Allradantriebs in deinem 2015er Audi S1 und verdiene 10 Sterne bei PR-Stunts. Kapitel 3: Turbosport. Stelle den 2-Liter-Turbomotor auf die Probe, indem du in deinem 2015er Audi S1 10 Sekunden lang eine Geschwindigkeit von 242 km/h beibehältst. Okay. Und die vier Ringe, dank Audis langer Rallye-Tradition, kannst du dich sogar auf Schlammstrecken auf den 2015er Audi S1 verlassen. Also nutze ihn und gewinne vier Dirt-Grip-Rennen. Okay, das ist krass. Das ist schon viel. So, die Frage: Kapitel 3 klingt für mich schon, dass man das eigentlich in der Serie schaffen soll. Aber wahrscheinlich muss man es nicht.
10 Sterne bei PR-Stunts klingt für mich wieder so ein bisschen, ja, dass man nicht unbedingt Serie fahren soll. Ich würde sagen, wir bauen den einfach direkt auf so ein bisschen Rally-mäßig, ein bisschen Rallycross-mäßig, so wie ich das ja in FH 4 auch schon gemacht habe. Ich muss noch ganz kurz mal beim HUD die entsprechenden Sachen einstellen, damit wir auch die komplette Übersicht haben. So. Und dann, ja, dürften wir Kapitel 1 schon erledigt haben. Einfach, oder nee, ich bin kein Meter gefahren. Dann könnte es, glaube ich, noch nicht gezählt haben, ne? Kannst auch tunen, okay, sehr gut. Ja, 4 Rennen wegen 4 Ringe wahrscheinlich, aber das finde ich trotzdem heftig. Nee, hat nicht gezählt, weil ich kein Meter gefahren bin. Ja, man muss einen Meter fahren, damit er es kapiert. So, jetzt. Hat's vielleicht gezählt. Ryan O'Connor, grüße dich. Moinsen. Stabiler Bart. Naja, Bart würde ich es nicht nennen. Das nennt man eher Stoppeln. Ja? Oder, wie ich es gerne auch nenne, zu faul zum Rasieren. Ich habe echt überlegt, vor dem Stream, soll ich mich noch rasieren oder nicht? Und dann war ich echt, da habe ich so gesagt, nee, ich bin jetzt echt faul. Scheiß drauf. Kann ich auch noch morgen machen. Außerdem kommt mir dann nicht jeder so blöd, weißt du? Da denkt er gleich so, oh, der hat sich nicht rasiert. Der lässt den Bart stehen. Er ist bestimmt ein bisschen aggro. Ja? Dann reden wir lieber ihn nicht mal blöd von der Seite an. Ja, das ist quasi eine Schutzmaßnahme, sowas. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So. Beziehungsweise, jetzt gucken wir mal, ob wir wieder so ein geiles EKS-Design finden, wie wir das eigentlich immer auf dem S1 drauf hatten. So. Aber wahrscheinlich muss ich direkt nach EKS suchen. Beschreibung: EKS. EKS steht übrigens für Extreme. Ja, Extreme hatte ja dieses Rallycross, den Rallycross S1. Mega geiles Ding. Besser gleich im Stream sich rasieren. Nee, im Stream doch nicht rasieren, ey. Das wäre ja eine Riesensauerei. Achso, ich müsste. Ja, Moment, das war natürlich dumm. Auch wenn die meisten natürlich schon eine S1 waren, aber. Dachte gerade, der eine sieht aus wie ein TT. Was hat der gemacht aus dem S1? So, jetzt gucken wir mal, welches denn gut ausschaut. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, das hatte ich sogar in FH4 mit dem Speed Hunters hinten dran noch. Aber ich glaube fast, ich gehe mit. Boah, gute Frage, nächste Frage. Auf den ersten Blick finde ich alle nicht so perfekt. Aber ich glaube fast. Es müsste so eine Vorschau geben, ne? Das fände ich noch ganz gut. Aber ich glaube fast, dass ich das hier mit am besten finde, auf den ersten Blick. Deswegen nehmen wir das hier jetzt einfach mal. Sieben Stunden werde ich nicht streamen, ne. Selber eins machen, das dauert lange. Also Doctor Strange, das werde ich jetzt nicht machen, da werden wir noch lange nicht fertig. Designs machen dauert immer sehr lange. Aber jetzt gucken wir einfach mal, aber ich glaube, es sieht schon ganz okay aus. Würde ich sagen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das ist nämlich schon die halbe Miete hier. So. Gut, dann machen wir mal. Wir machen, also Motor würde ich lassen. Ich meine, vielleicht ist dieser 2-Liter-Motor ja auch Pflicht. Wir bleiben natürlich beim Allrad. Dann machen wir jetzt nicht die Forza-Splitter-Geschichte dran, auch wenn die natürlich schon was bringen würde. Und bei den Reifen, ja, normalerweise müssten wir jetzt eigentlich die Reifen nehmen, aber ich glaube fast, dass ich, einfach weil das halt, ja, sagen wir mal, Meta ist, machen wir jetzt halt einfach die Variante. Sparen wir uns ein bisschen Leistungsindexpunkte. Ich bin jetzt gerade auch am Überlegen, ob ich wirklich breitere Reifen brauche unbedingt. Weil ich würde den so auf A800 Richtung aufbauen wollen. Machen wir mal 235er. Ich glaube, das reicht erstmal. Felgen würde ich ihm aber gern die Super Turismo geben. Ich glaube, habe ich damals schon gemacht. Und die sehen da eigentlich mit am besten aus oder passen damit am besten. Mal die hier, das sind ja die neueren. Und
Okay, auf die Reifen jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber wir nehmen die normalen Super Turismo. Wir nehmen die normalen sogar. So. Genau, das Ding machen wir auch gleich noch. Machen wir erstmal Fahrwerk und so weiter. Bremsen. Offroad. Geil, wenn wir halt jetzt kleinere Felgen machen könnten. So ein Ticken, so ein, zwei Zoll kleiner würde dem, glaube ich, echt gut stehen. Aber so ist es halt. Gewicht würde ich sagen, machen wir auch ein bisschen. Bisschen runder können wir, glaube ich, machen. Aber ich glaube, wir können keine kleineren Felgen machen, oder? Oder sollen wir andere Felgen? Ups, andere Felgen machen. Ja, die sind ja noch größer, das macht keinen Sinn. Also bei Rallye haben sie tatsächlich oftmals diese Super Turismos in den Rallye-Disziplinen tatsächlich am Start. Aber die Frage halt. Die fände ich eigentlich auch ganz cool auf so einem Fahrzeug. Gerade wenn es jetzt so ein bisschen mehr fürs Gelände ist. Ach komm, mach ich einfach die drauf. Was soll's. So, genau, machen wir noch die Spur hier. Wow, das macht ja fast gar keinen Unterschied. Das ist ja. Wow, sieht man fast gar nicht, dass sich da was getan hat. Okay, das haben wir dann schon mal. Sieht eigentlich cool aus. Ist mehr jetzt halt nicht eine Rallycross, sondern mehr so eine. Wie heißt das nochmal bei Audi? Allroad? Allroad war so, also irgendwie sowas. So. 2 Liter Motor ist nicht Pflicht. Also es geht auch mit dem Engine Swap, sagst du, für die eine Aufgabe. Weil dann würde ich eher den Turbo Rally machen. Das wäre halt authentischer für so ein Fahrzeug. Genau, in The Crew gibt es den EKS. Oder in Dirt Rally oder so, glaube ich, ist er auch drin. Ja, wenn ihr sagt, das geht auch ohne den Originalmotor, dann mache ich das doch. Dann kenne ich, da kenne ich keine Gnade. Dann machen wir aber auch Getriebe und alles mal. Weiß gar nicht, was hat denn der? Der Sechsgang müsste eigentlich passen. So, dann machen wir aber doch die breitesten Reifen, glaube ich. Und oh, ich weiß gar nicht, ob wir da auf den kommen, oder? Da sind wir schon drüber. Ah, oh, wie knapp. Warte mal. Mal vielleicht hin. Mit 3 Li, das ist ja wieder voll die Verarsche. Moment. Ja, das würde ich schon gern drin haben. 3 Li machen es uns kaputt. So. Bisschen ausprobieren, ne? Oh, oder 3 Li drüber. Moment, aber 3 Li runterdrücken kriegen wir, glaube ich, eher hin. Als. Wobei, schwierig, oder? Kriegen wir 1 Li geschenkt. Ja, dann müssen wir Gewichtsreduktion vielleicht doch wieder rausnehmen. So. Humax, danke dir für deinen Prime-Sub im 2. Monat. Mach weiter so, lieber Ray. Danke dir. Danke dir für deinen erneuten Prime-Sub. Danke dir. Wie hast du 85 Millionen 741 Euro. Hast du jetzt aber genau rausgeschrieben. Spielzeit, Release, viel gespielt. Dann halt Tunings freigeben, Designs freigegeben, was nochmal zusätzlich Einnahme bringt. Was soll ich groß sagen? Du wärst mit Geld zugebombt in Forza. Also, wenn du viel Forza spielst, ne, ich spiele das seit Release jede Woche mehrere Stunden. Ja, das Geld eher nicht so die Frage, sag ich jetzt einfach mal, ne? So, okay, ich glaube, ich krieg's jetzt nicht ganz genau. Ja, 1 Li. Arsch. Egal, 1 Li schenken wir uns jetzt einfach. Ich glaube nämlich nicht, dass wir leichtere Felgen nochmal zur Auswahl hatten, oder? Doch, es gab leichtere. Dann würden wir es schaffen. Okay, wir müssen doch leichtere Felgen nehmen. Nehmen wir die. Oder die. Nee, komm, ich will so 5 Dings. Machen wir die einfach fertig. Wir wollen das doch mal hier ausreizen, so komplett. So, da. Kannst
Kannst jeden Motor nehmen. Ja, okay, super, super. Creepy, mir geht's gut. Wie geht's dir? Wie geht's euch? So, ich versuche aber gleich mal ein paar Sachen einfach so aus der Erfahrung heraus anzupassen. Also wir machen ein bisschen mehr Reifendruck rein. Wir machen das Getriebe ein bisschen kürzer, vor allem die etwas höheren Gänge, würde ich sagen. Machen wir auf jeden Fall ein bisschen kürzer, ein bisschen mehr Rallye-Style-mäßig. Weil Topspeed ist jetzt hier nicht so relevant. Wir geben dem ein bisschen Sturz. Das machen wir auch mal. Stabis. Würde ich sagen, gerade bei so einem Offroader ein bisschen weicher. Da verbaut man ja normalerweise eigentlich gar keine harten Stabis. Hier würde ich wieder mal auf die klassische Richtung 19 gehen, ungefähr. Also Richtung, ja, oder 20. Passt schon. Ja, machen wir mal 20, komm. So, und ja, ein bisschen härter würde ich es machen, weil an sich, das ist auch immer sehr interessant, die Federrate, die das Offroad-Fahrwerk mit sich bringt, ist natürlich das eine, aber wie das ganze Fahrwerk funktioniert, ist nochmal was anderes. Also so ein Offroad-Fahrwerk ist einfach, wenn man es verbaut, deutlich weicher in der Grundart. Merkt man auch einfach an der Dämpfungsskala gleich, dass die deutlich geringer ist in der Regel. Okay, hier jetzt ein Trick verrissen, in dem Fall jetzt nicht, aber oftmals ist es so beim Offroad-Fahrwerk, dass du gar nicht so krass harte Dämpfereinstellungen wählen kannst. Wir machen das jetzt auch einfach alles mal ein bisschen härter. Wir wollen ja auch nicht ein reines Geländefahrzeug haben, sondern eher in Richtung Rallye-mäßig. Deswegen passt das schon. Bremse würde ich mal spontan so sagen. Und das finde ich eigentlich gut mit 50. Ein bisschen mehr Sperre würde ich schon. Auch hier mehr Sperre. Und dann sollte das eigentlich gehen. Patrick, danke dir auch für den Resub im zweiten Monat. Vielen lieben Dank dir. Für den Cayman GT4 ein Tuning gemacht. Nicht, dass ich wüsste. Zumindest mal kein freigegebenes. Also ich habe ein Tuning, aber jetzt nichts Besonderes. Stilinho, das wird noch kommen, aber tatsächlich, wie du schon sagst, es hat sich eigentlich nicht so viel getan, als dass der Tuning Guide von Horizon 4 auch nach wie vor noch ganz gut funktioniert. Okay, das ist interessant. Moment, probieren wir mal kurz was aus. Hier vorne doch wieder ein bisschen weicher. Der Krieger, also so eine Classic-Vintage-Geschichte, weiß ich noch nicht. Was auf jeden Fall kommen wird, ist die 90s Edition. Ich weiß noch nicht, wann die kommen von CVR, aber die ist auf jeden Fall als nächstes geplant. Da werden wir dann die Crown Victoria als Kopffahrzeug nehmen. Zum Asphalt passt eigentlich schon mal ganz gut. Und warte mal ganz kurz, wie es auf dem Schotter fährt. Oh, die Bremse ist aber. Die blockiert aber schnell. Uiuiui. Moment, das kriegen wir aber hin. Ich würde sagen, gehen wir eins zurück und dann machen wir vielleicht sogar eher so rum. Ja, aber wenn Test Drive verschoben wird, ist doch umso besser. Also, ich meine, für mich gibt es keine erfreulichere Nachricht, wie wenn es heißt, ein Spiel wird verschoben, weil es halt einfach nicht fertig wird oder aufgrund von Qualitätsgeschichten. Weil das heißt für mich, okay, die Entwickler lassen sich nochmal Zeit und wollen es in Ruhe fertig machen. Ich meine, jetzt nimm mal Horizon 5 hier als Beispiel. Also Horizon 5 hätte so ein Jahr Entwicklung nochmal gut getan. Sind wir mal ganz ehrlich. Weil man hat halt stellenweise immer noch das Gefühl, dass wir hier eine Beta-Version spielen und keine finale Version. Das waren jetzt 3 Sterne. Ist ja cool. Hatte ich nämlich noch gar nicht. Das war jetzt eher Zufall. Da haben wir schon mal weitere Sterne verdient. außerhalb der Stadt, ja, ist natürlich alles auch geplant, aber du darfst halt nicht vergessen, dass andere Gebiete außer die Stadt bedeuten, dass die Gebiete wahrscheinlich größer sind. Und wir haben ja uns bewusst auch das Gebiet sehr klein gehalten, weil je weiter man auseinander ist in der Kolonne, desto eher ist es wahrscheinlich, dass die Kolonne
ja, asynchron wird. Also quasi, dass man viel Verbindung zum anderen Spieler verliert oder so. Und das ist halt in CVR sehr doof. FA5 ist immer noch Katastrophe, wenn man ehrlich ist. Also es ist halt immer, gerade der Multiplayer ist halt immer noch eine ziemliche, ja, Enttäuschung, sag ich jetzt einmal mal. Ich hab's schon mal gesagt, FA5 hat das Potenzial, eines der geilsten Forza Horizon zu werden, aber halt eben nur das Potenzial. Ausgenutzt wird's halt leider noch nicht. Aber mal gucken, was da halt sich jetzt noch tut. Sind Stunts, wo du zählst, aber keine Blitzaktion. Das heißt doch PR-Stunts, oder? Ja, also, passt doch. Blitzaktionen sind doch PR-Stunts, Andi macht. Ich glaube, da hast du was verwechselt. Blitzaktionen, Blitzer, Sprünge, Wegbereiter, das sind alles PR-Stunts. Aber Gefahrenschilder heißt ja nicht Sprünge. Ja, ist natürlich besser. Sie entwickeln ja auch weiter. Aber wie gesagt, gerade der Multiplayer ist halt immer noch eine kleine, große Katastrophe, leider. Reicht das? Ja, müsste ganz knapp reichen. Oh, nein! Nein! Und, guck mal, da ist so eine kleine, guck mal, so eine kleine Luftkante. Ich glaube, es hätte gepasst, aber der Zaun ist, wird höher berechnet, als er ist. Ach so, Verarsche. Hast du jetzt eine Verarsche? Komm, ich probier's nochmal, das kriegen wir hin. Schalt einfach nicht. Komm, reich. Ja. Nice. Nee, nee, genau. Sprünge sind Gefahrenschilder. PR-Stunts ist alles. So, lala. Wunderbar. Dann müssen wir 10 Sekunden lang eine Geschwindigkeit von 242 halten. Ich würde sagen, ja, dann, das machen wir uns jetzt einfach einfach und gehen auf die Autobahn. Abseits vom Multiplayer lief Horizon 5 von Day 1 doch echt ganz gut. Ich weiß nicht, Platinum Snack. Also, ich will jetzt ja natürlich nicht zu negativ klingen, aber ich finde tatsächlich, dass Horizon 5 in ziemlich jedem Bereich mal mehr, mal weniger Bugs hatte und zum Teil auch noch hat. Also ich glaube, egal was ich angeguckt habe, sei es den Fotomodus, sei es den Design-Editor, sei es das Tuning, sei es die Stories, sei es die Sprachausgabe, überall hast du immer wieder mal Bugs entdeckt. Und das finde ich so, und das macht halt den Gesamteindruck dann schon, finde ich, ein bisschen schlecht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen kritischer, aber ihr müsst aber bedenken, ich spiele halt Horizon seit Teil 1 als Let's Play, seit Release von Teil 2. Und da hat man dann schon so ein Auge, wenn man bedenkt, wie gut Horizon 4 ab Release war und natürlich am Ende dann seiner Tage auch war, ist es natürlich, ja. Oh, das haben wir nicht gesehen, dass der abbiegt. Okay, das haben wir auch. Jetzt kommen wir zu Kapitel 4. Gewinne 4 Dirt-Grip-Rennen. Jetzt müssen wir gerade nochmal selber gucken, dass wir da nichts falsch machen. Also, das nennt sich Grip-Rennen und das nennt sich Pfad. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir nur Rundkurse fahren sollen. Also, weil es ja auch Ringe heißt, wenn ihr versteht. Also, geschlossener Kreis, Grip-Rennen, so. Also, viermal dann entsprechend die Dirt-Rundkurse. Ja, also wie gesagt, versteht mich nicht falsch, ich zock's ja auch jede Woche sehr viel, ganz viele Tage in der Woche auch, gerade durch das Let's Play macht mir auch unglaublich viel Spaß. Das klingt immer alles sehr negativ, ich feiere FA5, es ist halt nur schade, weil es halt so viel geiler sein könnte. Und ich denke halt, gerade ein Forza Horizon trägt sich halt sehr durch den Multiplayer und ich glaube, gerade der Multiplayer ist halt, ja, halt sehr schlecht leider noch.
Ich meine, man sieht es ja an unseren Multiplayer-Formaten. Wenn du überlegst, wie viele verschiedene Multiplayer-Formate wir eigentlich haben in unserem Repertoire und wie wenig wir da machen. Es ist halt gefühlt jedes Wochenende mehr oder weniger das gleiche Format und das ist halt irgendwie schade. Und das demotiviert dann halt auch irgendwo. Also ich meine, C4R macht halt super Spaß, deswegen ist es für uns kein Problem, das jede Woche aufzunehmen. Da könntest du auch wahrscheinlich 10 Folgen aufnehmen in der Woche und es würde Bock machen, weil es halt einfach ein cooles Format ist. Aber es ist halt trotzdem, upsala, schade, dass es halt, ja, so ist, wie es ist. Der FH6 muss zumindest mal zu Release besser werden, auf jeden Fall. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Also FH6 werden wir erst 25, 26 sehen, schätze ich mal. Vorher auf keinen Fall. Gott, das ist wieder das Rennen, wo ich mich ständig verbremse, ne? Da habe ich natürlich das beste Rundkursrennen gewählt. Habe ich Tipps für Rennsimulationen? Ja, inwiefern Tipps für Rennsimulationen? Muss ein bisschen konkreter werden. Warum sind die Minis so stark da vorne? Und warum verbremse ich mich schon wieder? Warte mal hier, Minis. Krass, ich krieg das Ding halt nicht abgebremst, ne? Ich glaube, FH6, also ist natürlich jetzt sehr früh gegriffen. Ich glaube, dass sie... Ja, schwierig, wo sie da, was sie da machen. So ländertechnisch oder so. Es kann halt wieder alles sein. Ob es dann wirklich Deutschland ist, weiß ich nicht. Ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass irgendwann muss ein Rennspiel es versuchen in Asien. Ob das halt FH6 ist, weiß ich nicht. Gut Ding, Test Drive macht ja in Asien, die machen ja Hongkong. Ich fahr Controller. Das glaube ich auf keinen Fall, Chris. Also, Motorsport 8, oder wie es jetzt nur noch Forza Motorsport heißt, das heißt ja nicht 8, weil es ja ein Reboot ist, das wird definitiv keine Rennsimulation sein. Also das wird auf keinen Fall auf dem Niveau von ACC oder iRacing sein, was den Simulationsanspruch angeht. Und ich hoffe es auch nicht. Forza Motorsport muss ein Simcade-Racer bleiben. Natürlich mehr Richtung Sim als Richtung Arcade, aber es muss auf jeden Fall Simcade sein. So wie Gran Turismo eben. Ja? Ich finde, das ist schon sehr wichtig, weil was es jetzt braucht auf dem Markt, finde ich, weil das ist nämlich echt wenig geworden, ist so ein Einstiegs-Racer, wenn ihr versteht. Sowas, was Project Cars 2 so ein bisschen war. Das, was halt Forza Motorsport eigentlich immer war. Das, was Gran Turismo eigentlich auch immer war. Und das Problem ist bei Gran Turismo, ich habe es jetzt ja erst die Woche gestreamt, ich habe ja die Aufzeichnung vom Stream am Mittwoch auf dem Kanal auch schon hochgeladen, ist, dass das Racing an sich ein bisschen nicht da ist. Also bei Gran Turismo 7, geiles Game, macht super Spaß, ich habe auch richtig Bock weiterzumachen. Aber dort ist es, der Hauptaugenmerk ist mehr aufs Automobil gerichtet als auf Racing, als auf Rennen fahren. Und Forza Motorsport muss jetzt genau das tun. Sie müssen das, was diese Rennsimulation natürlich haben, also ne, Boxenstopps, Reifenwechsel, diese ganzen Sachen, die eigentlich schon immer gefehlt haben in Forza Motorsport, die müssen jetzt drin sein, sind sie ja auch. Das ist ja schon bestätigt, dass das reinkommt. Mit einer guten Fahrphysik. Aber es darf keine so knallharte Rennsimulationsfahrphysik sein, sondern das muss wirklich so mehr diese Simcade-Richtung sein. Klar, wie gesagt, mehr Sim als Arcade, aber trotzdem Simcade, sodass es eine Einsteigersache ist, sodass die Leute sagen, die, boah, nee, Simulation, das schreckt mich voll ab, habe ich einmal probiert, ich kam durch keine Kurve, voll schrecklich. Also es muss halt so ein Rennspiel sein, was man halt auch noch gemütlich auf der Couch mit dem Controller spielen kann, ohne dass es frustriert, aber auch für diejenigen, die sagen, nee, ich möchte mit Lenkrad an die Sache rangehen, das ein bisschen ernster nehmen, halt genauso ihren Spaß haben. Aber halt jetzt nicht, dass jede Kleinigkeit dich zum Abflug verleitet, sodass halt ein paar Sachen mehr verziehen werden. Da muss Forza Motorsport hin. Wenn sie das schaffen, dann schließen sie eine perfekte Lücke zwischen Simulation und den Hobby-Arcade-Fahrern, sage ich jetzt einfach mal. Und dann kann Forza Motorsport ein richtiger Knaller werden. Aber nur dann. Und da müssen sie halt hin. Ich hoffe, das haben sie verstanden. Weil wenn du jetzt eine Simulation willst, dann willst du nicht Forza Motorsport. Wenn du eine Simulation willst, dann
dann ja, gehst du halt direkt zu ATC, iRacing, AMS, R-Faktor, Race Room, wie sie alle heißen. Rennsport, aber Rennsport ist noch nicht draußen. Black Peter, grüße dich. Willkommen, willkommen. Und auch an alle anderen. Seid willkommen. Auch an alle, die ein Follow dagelassen haben. Vielen lieben Dank. Weil wir gehen ja auf die 15.000 Follower zu. Na gut, es fehlt noch ein bisschen was, aber trotzdem. Es ist in Sichtweite, sagen wir es mal so. Man wäre schon ein krasser Wert. 15.000. Ich mach mal ganz kurz gleich ein Foto. Ich habe, glaube ich, den MG3, obwohl ich da ein Video dazu gemacht habe, noch natürlich wieder nicht fotografiert. Irgendwie was stört mich noch an der Vorderachse. Ich glaube, da müssen wir noch mal kurz in die Dämpfer reingucken. Irgendwie blockiert mir das da zu sehr. Was bringt das, wenn du alle Autos fotografiert hast, dann hast du alle Autos fotografiert. Genau, das ist die richtige Antwort. Warum sind die so stark alle? Das ist ja richtig krass, ey. Ich tue mich richtig schwer bei diesen Rennen. Mal langsam mit euren kleinen Knutschkugeln. Ich rutsche ja auch rum wie so ein Irrer. Das war nicht gut gefahren. Sagen wir mal ehrlich. Müssen wir überhaupt gewinnen? Ja, ne? Wir müssen gewinnen. Verdammt. Let's go. Ich könnte den Schwierigkeitsgrad senken, aber das wäre ja lame. Platz mit Quasar, bitte. Ja. Das ist da vorne ein Scirocco. Nee, ist ein Scirocco. Glaube ich da vorne. Ey, das wird aber schwierig, da noch ranzukommen. Warum sind die so schnell in dieser Klasse? Das ist ja echt krass. Boah, schon das Rennen war. Übel. Aber wie gesagt, ich musste, glaube ich, noch mal ein bisschen was am Fahrwerk ändern. Er ist mir vorne zu starr. Und hinten ist quasi zu weich. Ganz ehrlich. Also die Vorderachse macht nichts. Sie blockiert quasi und hinten baumelt so lieblos hinten rum. Das kann ich so nicht stehen lassen. Komm, wir kommen ran, wir kommen ran, wir kommen ran. Immerhin spannend. Jetzt noch keinen Fehler mehr machen.
Sehr gut. Irgendwie spinnt Twitch heute bei mir. Die Bildqualität schwankt immer, die Verbindung ist aber eigentlich Bombe. Hm. Okay, könnte aber jetzt aber auch an dem Rennen gelegen haben. Weil das ja durch ziemlich viel Dickicht, Urwald und gegangen ist und dann durch die Sonnenstrahlen, die immer wieder durchbrechen. Ich glaube, da kommt dann der Codec und vor allem die niedrige Bitrate, die Twitch hat, auch dann irgendwann nicht mehr hinterher. Ich könnte mir vorstellen, dass das im VOD auf YouTube dann ein bisschen besser am Ende aussieht. Ja, wir tunen noch mal ein bisschen was. Ich muss mir gerade mal überlegen, was ich jetzt mache. Also, ich würde mal sagen, wir gehen halt noch mal weicher vorne, aber ich würde dann fast schon sagen, dass wir hier allgemein ein bisschen senken, hier vor allem auch runtergehen. Und ihm vielleicht eine etwas andere Verteilung geben. Ah, ja. Auch nicht. Bisschen slidiger ist auf der Hinterachse einfach. Ja. Aber es ist ein bisschen besser. Die Hinterachse rutscht jetzt natürlich mehr weg, aber ist jetzt beim Rallye-Fahren vielleicht nicht unbedingt so verkehrt. Ja. Nächstes Event. Der Foto-Challenge kann ich ja noch nicht sagen, da war ich jetzt noch nicht. Wir sind ja immer noch im Forza-Ton gefangen. Wir haben ja erst 2 von 4. Aber warte, ich kontrolliere gerade nochmal, müssen wir wirklich gewinnen oder nur abschließen? Gewinnen, okay. Let's go. Ja, dadurch dauert der Forza-Ton ziemlich lange heute, habe ich so das Gefühl. Dadwood, dann genieße den Urlaub. Beziehungsweise anders formuliert, dann hast du jetzt ja ordentlich Arbeit im Stream. Nein, Spaß. Du siegst mit Leichtigkeit. Ja, ja, genau, mit Leichtigkeit. Von wegen Banane siege ich mit Leichtigkeit. Thorsten, angeblich gibt es da einen Trick, wenn man das in... Oh, ich hab's schon wieder vergessen. In irgendeiner Veranstaltung macht, dann geht's oder so. Wurde mir mal gesagt. Problem ist jetzt halt wieder nass, ne? Das ist ja auch wieder so das Thema, was ich ja schon vor länger mal angesprochen habe. Sobald der Untergrund nass ist, merkt man halt dann schon deutlich, dass die drei Vatare nicht so wirklich diese Nässe in ihrer Fahrphysik einberechnet haben. Im Trockenen ist es meistens tatsächlich, klar, logischerweise einfacher zu fahren, aber da ist man quasi auch gleich auf mit den drei Vataren und hier wird es dann schon schwieriger. Das müsste man mal eigentlich testen. Man nimmt das gleiche Event und einmal fährt man es mit nassem Untergrund und einmal mit trockenen und dann muss man natürlich hoffen, dass die drei Vatare ungefähr die gleichen sind und dann mal so auf die Rundenzeiten achten, die sie fahren. Daran müsste man ja dann sehen, ob die Zeiten bei denen tatsächlich einbrechen und wie stark sie einbrechen, gerade im Vergleich zum menschlichen Spieler, sag ich mal. Aber gerade beim Querfeldeinrennen ist es halt extrem. Also da merkst du es richtig, wie die einfach viel mehr Grip haben oder gefühlt halt keinen Gripverlust haben im auf dem nassen Untergrund. Rutscht aber auch nur rum, ne? Also es ist echt krass. Wie wenn das Ding halt gar keinen Grip fest hat.
6, krass. Natürlich hat es nicht gezählt. Ah! Come on. Also ich finde es heftig. Also, das ist das nächste Rennen. Aber ich glaube, diesmal könnte es sein, dass wir es wirklich nicht gewinnen, weil diesmal ist der Vorsprung echt gewaltig. Die so abgehen einfach. Aber lass mal das Experiment machen, wenn ich das jetzt eh nicht schaffe, das gleiche Rennen jetzt nochmal machen und dann erstelle ich das mal im Trockenen. Mal gucken, ob das Ergebnis ein anderes ist. Gleicher Schwierigkeitsgrad der drei Vatara, aber einfach mal trocken wählen. Das würde mich mal echt interessieren, ob das nicht auf ein anderes Ergebnis hinausläuft. Weil so aktuell ist es, ja, ich habe gefühlt keinen Grip. Ich muss so viel Tempo rausnehmen und dann komme ich aber gar nicht mehr mit. Ich meine, es regnet jetzt nicht, ne? Nicht falsch verstehen, aber der Untergrund ist halt eindeutig nass. Eine Schmiede. Hätte ich jetzt noch zwei Runden wahrscheinlich gebraucht, um daran zu kommen. Daniel, grüße dich. Schönen guten Abend. So, okay. Also, dann müssen wir doch noch mal, das probieren hier. Für die Wissenschaft. Ihr kennt das ganze Spiel. Wir bleiben in dieser Hot-Hatch-Klasse. Und dann passen wir auf. Genau, da machen wir nämlich... Mir ist nur wolkig, aber nicht regennass. Und dann probieren wir das doch mal einfach aus. Ja, ich bin ja auch auf Profi gerade, Andi. Unschlagbar mache ich auch tatsächlich selten. Würde mich jetzt mal echt interessieren, ob es jetzt wirklich einfacher ist gegen die drei Vatara oder ob es... aufs Gleiche hinausläuft, weil die drei Vatara einfach mega stark sind in der Klasse. Oder ich einfach schlecht oder unser Fahrzeug nicht ganz die Performance bringt. Man wird's rausfinden. Da bremst mich auf jeden Fall erstmal gnadenlos, weil auf der Bremse gleich alles blockiert. Sehr gut. Ich würde jetzt schon behaupten, ja, guck mal, was das ausmacht. Das ist halt genau das. Die drei Vatara sind im Regen oder bei Nässe einfach, beziehungsweise andersrum, sie haben halt einfach diese nasse Untergrundsimulation-Geschichte nicht. Kannst mir erzählen, was du willst. Also klar, ich bin jetzt noch nicht vorne und er zieht auch gerade ein mächtiges Tempo da vorne wieder an, aber trotzdem würde ich jetzt mal wieder behaupten, dass... doch jetzt schon besser aussieht. Aber jetzt gucken wir mal. Noch ist es nicht entschieden. Aber
Ray. Ja, das ist ein bisschen doof. Ah! Rallycross wird sich auch angelehnt. Nee, jetzt nichts. Klar, ich meine, es ist jetzt schwierig, das zu beurteilen, weil man halt nicht unbedingt immer genau den gleichen Gegner hat und so weiter. Die drei Avatare schwanken ja schon manchmal in ihrer Stärke, aber ich würde trotzdem sagen, dass es ziemlich eindeutig ist, dass halt eben auf nassem Untergrund die drei Avatare einfach diesen Malus nicht so krass bekommen wie der Spieler. Also bei Querfeld ein müssen wir nicht drüber diskutieren, dort ist es ganz extrem. Aber auch hier schon, finde ich, ist es definitiv spürbar. Genau, Snoopy's World, das ist es. Matsch ist natürlich extremer als Schotter. Genauso auch Asphalt ist weniger extrem als überhaupt ein loser Untergrund. Also bei Schotter ist es definitiv nicht so schlimm wie beim Matsch. Also je lockerer der Untergrund, ist dieser Nass-Effekt extremer. So könnte man es, glaube ich, sagen. Oder habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, Groove Chat? Da habe ich zu schnell weitergeklickt. So, ein Rennen machen wir jetzt noch. Ja, machen wir das hier, passt schon. Ja, guck mal, also wenn das stimmt, Crygaming, dann sind die drei Avatare quasi kaum durch den Regen eingebremst worden. Ich aber schon. Ich aber deutlich. Ne? 6 Sekunden sogar. Das ist halt dann heftig, ne? Also da kann man schon fast sagen, ich hab Screenshot gemacht, ja, okay. Also da kann man schon fast sagen, genau das, was ich sage. Die drei Avatare haben einfach diesen Malus der Nässe nicht. Die fahren, egal ob trocken oder Regen, immer gleich. Das heißt, auch dieses Rennen wird jetzt wieder vielleicht Krampf werden, weil wir wieder einen nassen Untergrund haben. Aber ich glaube, hier ist es nicht ganz so matschig, glaube ich. Hier ist es mehr Sandschotter bei dem Rennen. Aber wir gucken jetzt aber mal. Ich meine, wir haben die Rennen davor ja auch geschafft und da war es, glaube ich, auch nass. Oh Gott. Oh Gott, beruhig dich. Deswegen, für die Wissenschaft haben wir es rausgefunden, verzagt nicht, wenn ihr im Regen keine Chance gegen drei Avatare habt. Und es muss für euch keine Schande sein, entweder das Event auf trocken umzustellen oder einfach den Schwierigkeitsgrad zu senken. Es geht nicht mit rechten Dingen zu. Ich bin aber auch immer am Risiko mit den Checkpoints. Ne? Ich versuche auch immer so ganz knapp durch und klar, dass es nicht immer klappt. Ups, das war jetzt durch das Zurückspulen zu spät gebremst, logischerweise.
Zieh! Ups. Ups. Janne Stern oder Chen Stern, vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub. Dankeschön, dass dein Prime hier rein investiert hast. Vielen lieben Dank. Chat gucken und fahren. Sehr gut. Dann müssen wir es jetzt erledigt haben. Dann schauen wir gleich mal, was wir als nächstes machen. Oh. Ja, Foto-Challenge machen wir gleich mal noch. Ich glaube, wir fahren aber erstmal wieder Multiplayer. Wir haben Arcade auch wieder. Das könnte gerade passen. Moment, ich muss mich beeilen. Aber ich glaube, wird mir ein Arcade schon vorgeschlagen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nope. Meistens direkt nach den Events werden die meisten noch nicht angezeigt, leider. Nee. Okay, dann müssen wir nachher einfach mal gucken, wenn wir eine Kate machen. Dann würde ich nämlich sagen, wir machen die Prüfung. Also, was haben wir denn alles? Also, Prüfung, wir haben keine Minispiele diesmal. Und hier hinten haben wir auch sonst groß nichts. Wir haben dafür wieder mehr PR-Stunts und 3 PR-Stunts und 3 Meisterschaften tatsächlich diesmal wieder. Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt erstmal die einzige Multiplayer-Geschichte heute, die wir haben. Und das ist in einem M2 Coupé. Das heißt, wir müssen wieder Serienfahrzeug fahren, wenn ich das richtig sehe. 718 dürfte ja, ich gehe mal davon aus, dass wir halt nicht tunen dürfen, oder? Oder heißt einfach nur A718 ist Pflicht? Egal, auf jeden Fall, wir gehen mal ganz kurz zurück zum Häuschen und schauen mal. Sodele. Ich habe halt den M2 noch aus der letzten CVR-Folge getuned, oder habe ich nicht? Ich dachte, ich habe den getuned gehabt. Naja, ich bin ja ein 1M gefahren. Ich wollte den M2 fahren und habe dann auf ein 1M geswitcht. So rum war es. Okay, egal. Okay, ja, wir nehmen den mal. Der ist 718 schon. Ich denke mal nicht, dass wir was umbauen dürfen. Schätze ich jetzt mal. Aber was wir wieder machen können, ist ja, dass wir wieder vielleicht ein bisschen was im Feintuning anpassen. Könnte ich mir vorstellen. Deswegen würde ich da einfach sagen, wir gehen ein bisschen runter. Mit den Reifen drücken. Und dann fahren wir den einfach so. Ich fahre trotzdem mal ein ganz kurzes Ding Probe. Ich glaube, ich würde aber trotzdem wahrscheinlich, einfach um mir wieder mal einen ganz gemeinen Vorteil zu verschaffen, auf manuelle Schaltung wechseln. Oder auf mit Kupplung, besser gesagt. Manuell tue ich es ja trotzdem. So. Ich glaube, man könnte doch ein bisschen schneller. Auch wenn der eigentlich ein Doppelkupplungsgetriebe haben müsste, dürfte ich so trotzdem ein bisschen schneller sein. Brittel Brünfenst. Dankeschön. Ich glaube, ich habe mich schon mal gefragt, wie ich dich nennen soll. Aber ich habe es wieder vergessen. Auf jeden Fall vielen Dank für deinen Prime-Sub im zweiten Monat. Vielen lieben Dank dir. Und Hulk,
Das kann ich lesen. Dankeschön auch für dein Prime Sub. Dankeschön, dass du dein Prime hier rein investierst. Muss Doc sein, okay. Ja, dann, let's go. Wo haben wir denn den Spaß? Sehe ich das auf den ersten Blick? Natürlich nicht. Doch hier. Let's go. Ist kein DKG, echt nicht? Stimmt, hast recht. Ist tatsächlich ein Schalter. Ja, dann erst recht selber kuppeln und schalten. Wann hatten wir denn nicht mal als Dings? Ich dachte, ich habe den irgendwie in Erinnerung gehabt, dass wir so mit Doppelkupplungspforzen, ne, DKG-Pforzen, den mal hatten. Aber ja, gut, da das ja nicht mehr macht, dann macht's erst schon. Okay, danke für den Hinweis. War schon richtig so. Viertel Brünfen. Brünf. Ist richtig. Brünft. Ist richtig. Okay, gut. Aber den gibt's bei BMW als mit dem DKG, oder? Da bin ich jetzt komplett lost. Eine Foto-Challenge können wir gerne hier danach machen. Wenn Arcade nicht gerade zufällig ist. Ich fahre mal ein paar Meter. Einfach um mich ein bisschen einzugrooven. In die Kiste, wobei der M2 normalerweise von sich aus eigentlich ganz gut zu fahren sein sollte. Ja, ich habe auch nichts gegen diese Serienfahrzeuge, da vergisst schon keiner das Fahrzeug aufzubauen. Allerdings letzte Woche haben sich, glaube ich, einige sehr schwer getan mit dem 190. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt halt alles wieder im übelsten Regenchaos fahren gleich. Janik, grüß dich. Ja, Playlist. Stream geht. Ja, die GT3 sind wir ja letzte Woche schon mal kurz in den Monatsrivalen gefahren, aber klar freue ich mich auch, den zu besitzen, ja? Von auszufahren und zu tunen und zu machen. Let's go. Ja, Vector, kann ich hier leider noch keine Auskunft geben. Vielleicht weiß der Rest was. Ja, ich bin mal gespannt beim Showcase. Wann ist denn das Showcase? An welchem Tag? Es müsste ja nächste Woche sein, das Xbox Showcase, ne? Ah, Fenster bitte verschieben. Danke für den Hinweis. Wenn ich euch nicht hätte. Danke, Theo. Und Unterhosen. Darf man mitmachen? Ja, du kannst halt versuchen, gleichzeitig zu suchen, ne? Aber der Zug ist wahrscheinlich schon abgefahren. Tommy O'Connor, danke dir für den Gifted Sub an DC, an DeKesso, an DK, an ich und Namen, ne? DeKesso, DeCesso. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Bei meinem T-Shirt, das Zettelchen guckt hinten raus, stört übelst. Okay, der eine hat einen Heckflügel montiert, das finde ich jetzt schon gemein, du.
Ich glaube fast, der LI ist nur blockiert und nicht das Tuning. Also man könnte wahrscheinlich tatsächlich doch tunen, man darf nur den LI von 718 nicht übersteigen. Aber ist egal, lassen wir so. Am 12. Nächste, also am Sonntag, okay. Ich hoffe, das erste ist nicht Jurassic World, wenn ich gut vorstellen kann. Keine Ahnung, wenn es geil gemacht ist, habe ich sogar nicht mal was dagegen gegen Jurassic World. Also besser wie Lego, so. Meiner Meinung nach. Ja, man sieht eindeutig, der Kalle da vorne hat einen Flügel montiert. Das würde ja nur... Gott. Sorry. Das gibt das reinste Chaos jetzt in der Stadt. Da hatte ich sich jetzt durch zu tanken. Ja, das war so klar. Da kriegst du ganz einen Schlag irgendwo hin und wirst die ganze Zeit in die Mauer gedrückt. Ich positioniere mich mal lieber hier ganz innen rein. Aber was drückt er denn jetzt die ganze Zeit nach rechts? Also ich war jetzt innen und er hat nach rechts gedrückt irgendwie. Und ja, logisch, dass ich dann nicht verschwinde. Und dann hat er die Kurve natürlich nicht bekommen, logischerweise. Ah, die Stelle, fuck. Hab's mir schon gedacht, da ist so eine fiese Bodenwelle. Da kann das Fahrzeug aushebeln, was jetzt bei mir leider auch passiert ist. Ganz vorne auf 1 hat auch einen Flügel montiert, tatsächlich. Also wie gesagt, man muss tatsächlich nur den LI halten. Es gibt ja so Möglichkeiten, den LI so ein bisschen zu senken. Und dann kannst du ja wieder andere Sachen einbauen. Ja, ein bisschen schade. Da fände ich es dann fast cooler, dass ich sagen würde, Einbauteile komplett verbieten. Aber es geht ja auch so. Ich glaube, ich bleib eher im höheren Gang in den Ecken, weil irgendwie fühlt sich da echt gerade schwer. Gutes Gerät. Jetzt hier aufpassen. Die nehme ich wieder in die Wand. Weil da kannst du ja dann Sachen einbauen, wie zum Beispiel ein Differential und solche Geschichten, die bringen ja keine LI dazu, aber bringen natürlich in der Fahrperformance, wenn man es dann entsprechend richtig einstellt, natürlich schon ordentlich was. Ist ein bisschen weit. So, ja. Na, merken wir uns für die Zukunft. Der ist so fies.
Ja, das ist mal ein sehr gutes Ergebnis fürs Team. Habe den M2 in AWD reingeklatscht. Und das geht dann, dass du trotzdem nicht über 718 kommst. Aber das ist dann wild. Schafft der G3 400 ohne Probleme? Boah, keine Ahnung. Tuning vielleicht schon möglich, Engine Swap oder so, aber ich glaube, es gibt Besseres als für den GT3 als ein Highspeed-Tuning. Ich glaube, der hat andere Stärken. Ich starte schon wieder ziemlich weit hinten, wenn ich es richtig sehe. Naja, let's go. Auf jeden Fall kein Rennen im übelsten Regen irgendwie. Bisschen untypisch für die Sturmsaison, sonst müssen sie ja in jedem Event Regen, Regen, Regen. Wobei, das haben wir dann nachher bei den anderen Meisterschaften bestimmt. Mal ja dann sehen. So wie der eine beschleunigt, könnte der auch Allrad drin haben. Aua. Lass mir doch den Platz. Zu schlau hier jetzt außen. Ich gehe mal lieber innen rein. Ja, das wäre wieder typisch irgendwo. Aber ich habe den eigenen auch ein bisschen angestupst. Aus Versehen. Ja, ein Driver-Tar-Sandwich. Aua. Die drei Vatare, ey, was ist denn das? Oh, jetzt tschüss. Ja, da bremst jetzt der Flügel eher aus, als dass er hilft. Würde ich meinen. Passt. Bisschen über den Dirt. Versteher des Todes. Sehr gutes Team auf jeden Fall. Die drei Vatare scheinen kein Problem zu haben, aber gut, wenn die drei Vatare eh nur zickzack fahren auf den Geraden, dann kann das ja auch nicht schnell sein auf Dauer. Sehr gut.
Dann haben wir das geschafft. Und ja, dann ist die Multiplayer-Geschichte jetzt schon beendet. Dann können wir den Chat wieder auf die andere Seite machen. Und dann können wir kurz Dings wieder ändern. Sodele. Dann gucken wir doch mal. Also, ihr meintet Foto-Challenge, fotografiert den 1989er Porsche Turbo am Aerodromo in La Selva. Und das ist irgendwie verbuggt, oder was? Das soll anscheinend nicht gehen, oder wie? Tja, finden wir es mal raus. Müssen wir erstmal den 944 hier rauskramsen. Haben wir ihn. Und dann machen wir doch mal ein Foto am Aerodromo. So. Sehen wir ja, ob's geht oder nicht, ne? Ja, hat aber eigentlich funktioniert. Wenn ich das mal so sagen darf, oder zählt es jetzt hier? Ne, doch, müsste gezählt haben. Doch, hat gezählt. Hat gezielt. Sehr gut. Da ist nichts verbuggt. Ja, nö, war es ja auch nicht. Nur weil ich gerade vorher gemeint habe, dass es unmöglich ist, irgendwie. Gut, Kate können wir gerade nicht machen, ist erst in 10 Minuten, deswegen machen wir mit der Eventlab-Geschichte weiter. Caldera Mountain Climb, a unique cross-country circuit take place on the top of Volcano. A steep hill climb and ramps tons of props and decoration. Enjoy. Update Version 2.4. Na dann, let's go. Unbegrenzte Offroader. Alles klar, schauen wir mal. Im Hintergrund ist das Stadion. Ach so, ja, okay. Wenn man sie jetzt nur nach dem Bild guckt, okay, ich verstehe. Aber klar, Aerodromo, ich glaube, ja, also ich kann kein Spanisch, aber dass Aerodromo wohl ein Flugplatz ist, könnte man vielleicht wissen. Ansonsten steht es ja auf der Map sogar unten, dass das so Aerodromo-Dingens heißt. So, wir nehmen, ich würde sagen, müssen wir mal wieder höchste Zeit für unsere Trailcat. Wie läuft's im Studium? Studium ist schon längst vorbei bei mir, Janik. Ja. So, dann gucken wir doch mal, was uns erwartet. Da geht's ja. Uiuiuiui, okay. Das ist ja ein richtiger Hillclimb. Geil. Okay, feier ich. Da muss mal ein Offroader wirklich seine Offroad-Fähigkeiten beweisen. Alles klar. Okay, krass, und das ist alles auch noch so mit ausgeleuchtet und so. Okay, krass, da hat jemand aber schon sich viel Arbeit gemacht. Nice, das ist jetzt mal so auf den ersten Blick, würde ich sagen, geiles Event-Lab. Ich mach mal kurz die weite Sicht, weil diese Nahkamera beim Trailcat ist ein bisschen heftig. Gerade auch so in der Nacht und so, das sieht schon geil aus, feier ich. Gerade feier ich hier. Da fällt und bremst ein bisschen aus. Doch, muss ich schon sagen. Also auch wirklich die Deko ist sehr gut platziert. Das ist jetzt mal ein Event-Lab, Entschuldigung, was, finde ich, verdient, in der Playlist ranzukommen. Das ist jetzt wirklich geil gemacht. Da kannst du jetzt wirklich nichts sagen. Halt einfach auch der Sprung und so, da so in Szene gesetzt. Geile Idee, einfach mit dem Vulkan und so. Nice. So, jetzt muss ich noch wissen, wo es lang geht hier. Ah, geradeaus, okay. Vielleicht kurz verwirrt. Warum das jetzt mal wirklich ein
querfeld einrennen, was wirklich mal einen Offroader wirklich ein bisschen fordert. So, wo du wirklich sagen musst, okay, da muss jetzt mal alles ein bisschen zusammen funktionieren. Okay, der Sprung ist natürlich riskant, weil da so eine Tribüne steht. Zum Glück haben wir die jetzt verfehlt. Weil die drei Vatara haben auch ihre Probleme. Also der Sprung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, da nochmal so eine extra Rampe zu machen oder so, keine Ahnung. Da hätte ich so ein bisschen mehr eine Art Brücke noch drüber gemacht. Ja, der hat da vorne jetzt gecheatet, oder was? Nee. Das haben wir noch weitergefahren und hat nicht gezählt. Okay. Na jetzt, ich zeig das euch gleich nochmal. Ich halte gleich nachher nochmal an, was ich meine, was man vielleicht noch etwas besser lösen könnte, weil vielleicht guckt ja der Ersteller zufällig zu. Aber bin ich wieder voll in meinem Ray Tested deine Strecke-Format, was man noch ein bisschen optimieren könnte. Weil ich glaube, sowohl die drei Vatara haben da nämlich jetzt Probleme gehabt, als auch der menschliche Spieler hat da, würde ich sagen, seine Problemchen. Ich zeige euch das gleich, wenn wir nochmal an die Stelle kommen. Aber jetzt genießen wir erstmal nochmal die Fahrt dahin. Auch cool, eben hier, ne, mit dem Teleskop dahin platziert. Sieht halt so aus, wie wenn es dahin gehören würde und das einfach nur so drumherum gebaut wurde. Ja, schon nice. Aber das ist ja nicht das, was standardmäßig in der Welt ist. Ja, das ist ja hier wirklich extra platziert worden. So, jetzt kommt die Stelle. Weil es geht ja schon von sich aus ziemlich hoch. Und er will ja halt, dass die Strecke über sich überschneidet. Ich gehe gleich in Fotomodus, nicht erschrecken. Und zwar hier quasi wäre es jetzt besser, ne? Er hat jetzt quasi ja hier so eine Zusatzrampe gemacht. Ne? Dass es ja nochmal so ein bisschen höher geht. Was an sich ja nicht schlecht ist, weil er dadurch halt garantieren will, dass man auf jeden Fall da unten, wo ich jetzt hinziele, ankommt. Aber ich glaube, ich fände es fast besser, wenn er gar nicht die Rampe so hoch setzt, sondern, ne, es gibt ja diese Elemente, es gibt ja auch so Holzpaletten-Elemente, wenn er so eine Art, wie so eine Achterbahnkuppe baut. Ne? Es gibt ja ganz am Anfang, wenn man Horizon 5 anfängt, Schaurennen, ja, also wo man ja auch mit diesen Motocross-Rädern fährt und wo es ja auch diese Rampe gibt, die dann so nach unten führt. Wenn er quasi so eine Art Rampe nachgebaut hätte, ne, die dann quasi wirklich so darüber führt und dann hier so runter führt, über diese Straße hier, dass es halt quasi hier runter geht. Wenn er den Sprung machen will, kann er ja das auch dann abbrechen, aber so, dass es halt zumindest mal wie so eine Art halbe Brücke schon über das drüber führt. Weil so wie es jetzt ist, wenn da dein Fahrzeug zu wenig Bums hat, dann ja, landest du halt einfach nicht so geil, sage ich jetzt einfach mal. So, das ist meine Idee dazu. Und unten könnte man ja auch so eine Art Auffangrampe machen. Weil zwangsläufig wird man halt hier so hart landen jedes Mal. Ja, genau das nämlich. Und im schlimmsten Fall wird man jetzt resettet und verliert alles. Ja, Glück gehabt, dass wir unten resettet wurden. Aber das ist quasi jetzt was, wo ich sagen müsste, da könnte man nochmal wirklich das geiler lösen. Und dann wäre es auch trotzdem geil. Weil ich finde, man muss da nicht krampfhaft diesen Sprung haben, weil man hat ja schon diesen einen großen Sprung da direkt jetzt am Anfang. Und deswegen fände ich da so eine Dingbrücke fast geiler irgendwie. So wie es eben bei dem ersten Schaurennen mit den Motocross-Rädern im Spiel ist. Das würde ich geiler finden. Aber nur meine bescheidene Meinung. Ja, ich denke mal, es gibt mehr als genug Event-Lab oder Strecken, die diese Qualität haben. Aber ja, wenn die halt irgendwie nicht drankommen in diesen ganzen Event-Lab-Geschichten, ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das ausgesucht wird. Ob die Entwickler es einfach so nach Lust und Laune aussuchen oder ob man sich da mit seiner Strecke bewerben kann. Ich habe das tatsächlich noch nie so wirklich verfolgt, wenn ich ehrlich bin.
Weil wenn es natürlich halt über Bewerbungen ist, dann kann halt klar sein, dass halt die richtig geilen Strecken zum Teil halt gar nicht eingereicht werden. Und dann, klar. Aber wenn die Entwickler selber die Sachen aussuchen, einfach so, wie sie lustig sind, ja, dann würde ich mir da schon ein bisschen mehr Effort wünschen und dass halt genau so Strecken in dieser Qualität da dran kommen. Da hängen sie immer noch alle. Ja, deswegen haben auch die drei Vatare da so Probleme, ne? Also, wie gesagt, so eine Luftbrücke bauen und die Sache wäre geritzt. Aber cooles Event auf jeden Fall. Cooles Event. Und wenn wir uns jetzt beeilen, könnten wir es vielleicht zum Arcade schaffen, weil er ist jetzt gleich. Auf geht's. Schnell. Jetzt ist genau 18 Uhr. Aber man hat ja ein paar Sekunden noch danach Zeit, normalerweise. Jetzt muss das Spiel mir nur direkt so ein Dings geben. Vielleicht nutzen sie auch gewisse Webseiten als Zufallsgenerator. Ja, aber nicht den Zufallsgenerator, den ich nutze, weil der macht nie eine Fehlentscheidung, habe ich gehört. So, Arcade, 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 Arcade. Ja, hier, Geschwindigkeit, mir egal. Ich nehme alle Arcades. Hauptsache Arcade. Und eins, geht los. Vollgas in der Blitzerzone. Ist das eine Dingszone, eine Straße? Ne, ist Schotter, ne? Ja, dann bleiben wir einmal in der Trackhead. Ist es überhaupt richtig, nicht, dass jetzt auf einmal heißt, ich muss eine Dings-Drift-Arcade machen? Nee, muss ich nicht. Okay, sehr gut. Dann let's go. Let's go. Ja, einfach mit dem Senna mal da durchballern. Kann man auch machen. Muss deutsches Auto. Echt? Echt steht es da? Schieße ein beliebiges Horizon Kate Thema ab. Hä? Nee, da steht nichts von deutschem Auto. Aber nicht. Muss wirklich? Aber wo steht es? Das steht doch hier gar nicht. Oder wo steht es? Muss wirklich ein deutsches Auto sein? Okay, ich vertraue dir jetzt mal. Aber das steht doch hier nirgends. Ups, USA ist natürlich falsch. Dann nehmen wir unseren... Wo ist er denn? Eigentlich einfach nach Porsche gehen sollen. Oh, fuck it. Bin ich den wieder nicht. Moment. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Tagesaufgabe. Oh, nimmst du uns hier wertvolle Sekunden? Denk doch gerade, es steht doch nirgends. Es kann doch nicht sein, dass ich das nicht gesehen habe. Na ja, egal. Gib doch einfach nur zu, du wolltest diesen Porsche sehen. Und eins beendet. Reich gibt's Hundezwang. Verschnell und halt dich an. Los! Ach komm. Voller Geiz. Go. Tut mir leid. Ja, das soll's ja auch. Nein, Spaß. Alles gut. Kann sich ja mal irren. Ich war nur selber gerade verwirrt. Ups.
Weil man nur 161 halten muss. Fahre ich da so langsam durch. Na, das Ziel ist ja 161 zu halten, also fahre ich knapp über 161. Dann hast du eigentlich einen längeren Weg. Weil ich bin mir da nicht so sicher. Es wurde mal gesagt, wenn man schneller durchfährt, zählen die Punkte schneller hoch. Aber das glaube ich nicht. Oder? Also es ist genauso. Hauptsache du bist über diesen 161. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das glaube ich eben nicht, Dadwood. Ist es wirklich schneller? Jetzt habe ich knapp 3800 Punkte gemacht. Jetzt probieren wir das nochmal, ob ich wirklich mehr Punkte mache, wenn ich Vollgas gebe. Ja, okay, habt recht. Das zählt wirklich schneller hoch. Dann macht es Sinn, auch Vollgas zu geben. Dann habe ich nichts gesagt. Aber wisst ihr was? Dann nehmen wir jetzt aber auch was, was schnell ist. Was schnell ist. Wird aber ziemlich knapp, glaube ich, der Forzaton, weil wir haben. Warum denn wieder deutsches Auto? Warum muss es ein deutsches Auto sein? Wer sagt das denn? Ich mache doch nicht die Daily. Was ist denn die Daily aufgeschließt? Runde 3 von Horizon Themen in deutschen. Diese Runde 3. Ja, dann mache ich halt ein deutsches Auto. Mein Gott. Mit euren deutschen Autos, ey. Dann, was ist deutsch und schnell? 918. Fällt mir jetzt einfach spontan ein. Daily ist mir doch gerade egal. Runde 2 beendet. Gleich gibt's Runde 3. Lass es blitzen. Am gewonnen hat aber nicht so viel Topspeed, oder? Wo ist es denn? Ist ja wieder Schotter. Ja, kann ja wieder auf den anderen. Boah, das ist doch so ein Dreck. Wieso können die da nicht mal konsequent bei einem Untergrund bleiben? Entweder Asphalt oder andere, aber noch nicht immer beides. Wenn du Aero einklappst. Ah ja, okay, gut. Daran habe ich nicht gedacht. Das wird eh knapp, oder? Nur noch knapp weniger als eine Dings. Da bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Ich glaube, da sind so viele dabei, die einfach super wenig machen, so wie ich. Mehr im Pausenmenü sitzen. Das werden wir never schaffen, oder? Mal gucken. Wenn wir jetzt durchballern die ganze Zeit wie so ein Verrückter. Der mit dem Senna kriegt keinen Grip hin, der andere fährt mit dem S1. Das ist jetzt auch nicht gerade das schnellste Fahrzeug dafür. Der andere mit dem 959, das ist jetzt auch nicht unbedingt das schnellste Topspeed-Monster. Das ist halt einmal immer hier ganz schnell, immer mit 200 Klamüten durchzufahren. Na, könnte knapp werden. Noch.
das wird ziemlich knapp. Sekunden noch. Oh Gott. Ja, doch, könnte gerade reichen. Jetzt jeder da nochmal gut durchballert. Das wird super knapp. Ja. Das war auf dem letzten Punkt, würde ich sagen. So, und jetzt will ich aber auch hoffen, dass ich diese komische Daily auch geschafft habe. Ja, habe ich. Wenn ja schon mich dazu nötigt, die zu machen. Das war eigentlich gar nicht der Plan. Aber okay. Gut, dann holen wir uns jetzt aber endlich mal unseren 911 GT3 992 ab. Und machen da mal einen kleinen Sneak Peek. Ja. Ja, heute hat erst Mantai Racing das Performance-Kit für den vorgestellt. Die machen ja schon seit einer Weile Performance-Kits für die Fahrzeuge. Und die kann man offiziell dann auch beim Porsche-Händler bestellen. Und damit ist er eine 6 Minuten 55 oder sowas auf der Nordschleife gefahren. Also ist total krank. Einfach krasses Auto. Auch wenn er echt nicht so geil klingt im Spiel. Also klangtechnisch ist er echt leider ein Reinfall im Spiel. In der Realität natürlich nicht. Und von hinten einfach ein geiles Gerät. Liegt halt total, wie der auf dem Asphalt liegt. Also würde mir den jetzt jemand in den Hof stellen und sagen, hier hast du, würde ich garantiert nicht nein sagen. Aber wer würde das schon? Crazy. Also für einen normalen GT3 ist es schon echt eine krasse Waffe. Bin echt mal auf den RS gespannt. Ich meine, die Erlkönig-Fotos zeigen ja schon, der hat ja einen immens riesen Heckflügel. Ne? Der hat so einen riesen Oschi. Farbe ist auch geil, das stimmt, ja. Das stimmt. Weil wenn ich mir so einen kaufen wollen würde, würde ich ihn einfach halt wieder in Schwarz nehmen. Also ich bin da echt langweilig. Also für mich privat würde ich, glaube ich, nie so eine Knallfarbe nehmen. Weil ich denke dann immer, nehme ich Schwarz und wenn ich halt doch so eine Knallfarbe will, dann würde ich es halt folieren. Aber ansonsten... Das ist halt brutal, wie der liegt. Das ist echt krass. Also der so auch so ruhig. Also du merkst halt beim Lenken, wie ruhig er dabei bleibt. Er ist überhaupt nicht gefühlt am Limit. Das ist schon echt heftig. Schon ein nices Gerät. Ja, man muss da, glaube ich, auch eine andere Abgasanlage machen, weil so klingt der halt echt kacke. Das muss man leider so sagen. Gerade so ein Hochdrehzahl-Boxer-Sechszylinder, der schreit eigentlich so geil rum. Gerade das macht ja, finde ich, ein GT3 so viel attraktiver als ein GT2. Weil er halt einfach diesen Hochdrehzahlsauger hat, aber davon kommt halt hier leider nichts an. Ich hoffe ja wirklich, dass wir vom 992 im Spiel auch noch den Turbo S bekommen. Würde ich auch noch extrem fühlen. Aber schauen wir mal. Ich denke nicht, dass es der letzte 992 ist, welchen wir in Forza sehen werden. Wenigstens wenn der GT3 RS kommt, denke ich mal, werden wir den auch früher oder später noch bekommen. Wäre komisch, wenn sie den nicht bringen würden. Ja, geile Kiste auf jeden Fall. Freue ich mich drauf. Wie gesagt, morgen wird es die Let's Play-Folge dazu geben.
wie immer. Weiß ja nicht, ob ich es pünktlich schaffe. Ich versuche mein Bestes. Aber ich glaube, ich werde so unglaublich viel Zeit auf der Teststrecke gar nicht verbringen müssen. Denke ich mal, weil der wahrscheinlich von Runde 1 ab schon performen wird. Aber ja, werde ich dann sehen. Auf der Teststrecke werde ich meistens die Fehler eines Fahrzeugs dann doch besser rausfinden. Als jetzt einfach nur so durch die Open World zu ballern. Das ist halt der Vorteil einer Teststrecke. Man kennt die Strecke so gut und erkennt dann relativ schnell, wo das Limit von einem Fahrzeug liegt und wo die Fehler auf dem Fahrzeug liegen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er, weil er erst beim Einlenkverhalten jetzt nicht so ultra zackig, ne, das haben wir schon bei anderen Autos krasser gesehen, aber andererseits finde ich es sogar eigentlich gut, dass es so ist. Weil diese Fahrzeuge, die meistens so extrem zackig einlenken, Paradebeispiel ist zum Beispiel der Performante oder sowas, die haben meistens nämlich das Problem, dass das Fahrzeug dann in dem Moment komplett überfordert ist und man die Hinterachse wirklich ans Schwitzen bringt in dem Moment. Und das kommt halt hier gar nicht zu Trage, zumal dann halt auch die Hinterachslenkung das auch ein bisschen abfängt und dann bleibt das Ding halt super stabil. Ja, sehr schön. Das kleiner Sneak Peek. Wir machen aber weiter mit der Playlist. Da haben wir noch ein paar Aufgaben vor uns. Und zwar machen wir jetzt erstmal die PR-Stunts. Wir sollen mit einem D500 Unimog den Gefahrensprung machen. Okay. Das ist der hier. Okay, wie weit müssen wir denn springen? 110 Meter. Okay, dann müssen wir aber, glaube ich, einen Unimog erstmal ein bisschen tunen. Ich glaube, Stock ist er dann doch nochmal nicht ganz so krass. Also der Rennauspuff klingt schon geil. Okay, dann freue ich mich da drauf. Aber das halten wir uns fürs Let's Play zurück. So, Dele, dann gehen wir doch mal zu Mercedes-Benz. Ja, waren wir doch schon. Unimog. So, Dele, dann würde ich sagen, für einen Sprung Gewichtsreduktion und Power wäre halt, Power wäre halt wichtig. Haben wir mal 2 Tonnen ausgebaut, kein Problem. Aber ich glaube, wir machen auch einen anderen Motor. Das ist schon zu viel. Wir können den. Das ist ja der Motor aus dem Iron Knight, aber den Iron Knight haben wir gar nicht mehr im Spiel. Ist ja auch lustig. Ja, nehmen wir den mal. Und ballern da mal ein bisschen Bums rein. War schon zu viel. Was? Getriebe macht da auch mit. Voll Turbo geht nicht. Das habe ich alles schon jetzt drin. So, Safety first, würde ich sagen. Deswegen machen wir da mal ein Warnlicht oben hin. Ja, dann machen wir halt noch ein Getriebe. Sicher ist sicher. Dann let's go. Das wird er schon schaffen. Ja, nehmen wir ein bisschen Anlauf. Das Licht sieht so klein aus dagegen. Beschleunigung aus der Hölle, ja. Ja, wenn man bedenkt, wie der normalerweise beschleunigt in der Serie, ist das schon ganz okay. Wunderbar. Haben wir geschafft. So, nächster PR-Stunt. Wir müssen einen Wegbereiter im Macan Turbo machen. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ich glaube, da habe ich da einen zufällig auf der Leistungsklasse. Ja, guck mal. Ist ja perfekt. Als hätte ich es geschnuppert. So,
Warte mal, ich mach das mal kurz anders. Da, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da. Das ist der. Ja, gut, der. Wohin? Hast du schon einen McLaren P1 Let's Play gemacht? Eine Folge dazu, also in FA5 nicht, aber in den anderen Forza-Teilen schon. Wird sicherlich noch kommen. Da wir ja den 918 und den LaFerrari uns ja auch schon angeguckt haben. Was bremst besser als ein Fels in der Brandung? Beziehungsweise in dem Fall ein Fels im Makan. Ja, fehlgeschlagen. Ja, Stein ist ja aber auch fies, oder? Also, so, also ein bisschen weiter links. So, auf geht's. Und der nächste. Ach, komm, das ist doch jetzt ein Witz. Das siehst du aber ja auch nicht. Du fährst halt so über die Kuppe. Woher soll ich denn wissen, dass da ein Fels kommt? 2 zu 0 für die Steine. Let's go. Jetzt fahre ich aber ganz nach links. Genau, zu voll. Ich sehe das halt auch nicht jetzt. Die Kamera braucht zu lang, um über das Auto zu kommen. Ja, geil. Nächsten Felsbröckchen, die mich ausbremsen. Jetzt verarsche jetzt, oder? Tja. So, das ist zu früh eingelenkt. Ja, Baum. Was ist denn? Seit wann sind dann so viele Bäume? Ich dachte, da ist alles nichts. Ich dachte, das ist so ein karges Gelände hier. Aber wir haben einfach mal ein paar mehr Bäume hingeplant. Alter, was ist denn los? Jetzt stelle ich mich aber auch an, du. So, first try, würde ich sagen. Also. 2 zu 0 für die Steine, 1 zu 0 für den Baum und am Ende habe ich es trotzdem. Ne, zwei, sind ja zwei Bäume gewesen, habt ihr recht. Habt ihr recht. So, dann, letzter PR-Stand. Was erwartet uns? Deutschland! Deutschland! Sorry. 331,5 km/h, A800. Okay. Ja, am besten so ein Benzer könnte ich mir schon gut vorstellen, dass der das schafft. A800. Der hier, ja, aber 300. Oh, weiß ich gar nicht, ob ich so viel Topspeed in dem drin habe. Ich guck mal weiter. Eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. So spontan. Man kann halt leider nicht einsehen, wie viel Topspeed ich schaffe. Aber eigentlich so ein alter Benzer müsste das doch eigentlich easy hinkriegen. Oder was heißt alt? Also halt irgend so ein AMG halt. Hier, so ein Ding. So ein Ding kriegt das doch hin. Ja. Ja, Dadwood, deswegen glaube ich auch, ne? Deswegen, normalerweise sind da weniger Bäume, ja. Sordele. Also, dann. 331,5, ja. Das ganz genau, 0,5. Also nicht hier 32 oder 31. Nee, es muss 31,5 sein. Ist das die richtige? Ja, das ist die richtige Richtung. Let's go. Vielleicht hätte ich die Telemetriedaten erst schauen sollen, ob er überhaupt so schnell fährt. Aber ich habe da jetzt einfach Hoffnung und Vertrauen, dass er das schafft. Ich meine, es ist halt schon eine Schrankwand, ne, die da so in der Luft steht. Oder fährt. Das könnte knapp werden. Komm, da vorne kommt noch eine Kurve. Es geht zwar ein bisschen bergab, es könnte ziemlich knapp werden. Aber wir wollen es ja auch spannend halten. Ja. Ja, perfekt. Als hätte ich es gerochen. Sehr gut.
Kein Problem für uns. Sodele, dann. Übrigens, Fake, wo kann, soll man Clips aus deinem Stream posten? Wie meinst du, wo soll, kann man die posten? Ich verstehe die Frage jetzt gerade nicht. So, deutscher Allradwagen 800. Haben wir da nicht erst letztens die G-Klasse aufgebaut? Aber ich weiß nicht, haben wir die überhaupt in A-Klasse getuned? Weiß es gar nicht. So, das sind jetzt die ungetunten Fahrzeuge, ne? Ja, okay, das ist natürlich egal, wenn man es mal. Ja, ich habe halt bei dem Tuning hier eigentlich alles in Handling, glaube ich, investiert. So viel halt geht. Der ist ja schon Stock fast ziemlich auf Dings. Aber wir können ja mal gucken, wie viel würde er denn schaffen, wenn er Anlauf aus der Hölle hätte. 350 würde er angeblich schaffen. Ja, die Autobahn will ich sehen. So. Ja, erstmal schön GT2 RS aufs Cover. Klar, würde ich auch nehmen bei dem Ding. So, Gelände. Es wird doch jetzt eh regnen ohne Ende, oder? Bei der Meisterschaft. Naja, egal. So, gucken wir mal. Performance-Klasse. So, jetzt überlegen wir mal. Also gut, die Forza Edition ist ja ziemlich stark, glaube ich. Also die würde ja ganz gut funktionieren. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich glaube, wir nehmen wieder den X5. Der ist nämlich eigentlich gar nicht so schlecht. Den habe ich ja einmal so übelst hässlich quick and dirty aufgebaut, aber der hat eigentlich immer einen guten Job gemacht. Deswegen würde ich, glaube ich, mit dem sogar gehen. Sollele, auf geht's. Wegblockade. Es regnet, welche Überraschung. Machen wieder. Lange nicht geregnet, ja, ist so. Ist ja alles verdorrt und trocken. Nehme ich auch schon mal. Ich dachte, das ist ein Querfeld-1-Meisterschaft, aber es ist eine Dirt-Meisterschaft, ne? Irgendwie verguckt. Dann hätten wir ja theoretisch nochmal den Audi nehmen können, aber es ist auch egal. Wann kommt der Turbo S? Keine Ahnung. Es ist kein Turbo S angekündigt, oder was meinst du mit wann kommt der? Meinst du den wir im Spiel haben, den 991 oder als Folge? Oder meinst du wirklich den neuen 92, also den neuen Turbo S im Spiel? Also, davon weiß niemand was und ob er überhaupt kommt. Don't chat and drive.
Wunderschön. Weil der RS3 ist im Autopass. Den gucke ich mir dann, denke ich, nächste Woche an. Also Montag dann. Ha, Stufe 10. Ich bin ja richtig, richtig wild unterwegs. Ah, Regen, was ein Zufall. Das sind doch jetzt alle Meisterschaften im Regen, oder? Also, würde mich jetzt wundern, wenn es nicht so wäre. Die schaffen es aber auch immer, so ein Auto reinzubringen, was ich noch nicht fotografiert habe. Richtig stressig. Ja, ein M8 habe ich auch noch nie angeguckt. Das ist immer so lustig. Du hast doch schon längst eine Let's Play-Folge und alles gemacht, aber abfotografiert hast du es nicht. Oh, das war, ja, das war jetzt schon vor, bevor ich den Baum berührt habe, schon fast klar, das wird eher im Baum enden. Was sagst du eigentlich zum M8? Finde ich voll geil. Habe eigentlich so ziemlich alles schon in der Let's Play-Folge zu dem gesagt letzte Woche. Ja. Um es kurz runterzubrechen. Auf jeden Fall cooles, krasses, großes Coupé. Der aber doch schon so seine Schwächen auch ein bisschen hat. Und da er halt X-Drive hat, kaschiert das ein bisschen seine Schwächen. Da man ja in der Realität tatsächlich den auf Hinterradantrieb auch fahren kann, würde ich aber mal behaupten, dass er da echt so seine Probleme hat. Ist halt einfach ein fucking Riesenteil, das darf man halt nicht vergessen, ne? Und für das dann wiederum gesehen, macht er die Arbeit schon ganz gut. Kann ich gut driften im Game? Ja, gut driften ist jetzt auch nicht das Wichtigste, oder? Und man kann es ja lernen. Ja, und falls sich jetzt der eine oder andere fragt, warum es jetzt bei den Meisterschaften oder bei der Meisterschaft im Regen so viel einfacher aussieht als vorhin, liegt einfach daran, dass die Meisterschaften ja eine festgelegte Schwierigkeit haben, was die Treibertare betrifft. Und die Schwierigkeit in diesen Meisterschaften halt weit unter dem liegt, was ich normalerweise fahre. Deswegen ist es jetzt halt hier so für mich zumindest mal eher nicht ganz so anstrengend. Für mich wird es dann wieder kritisch, wenn wir Buggies fahren müssen. Dann ist es wirklich Endstufe. Dann habe ich auch bei dem Schwierigkeitsgrad meine Probleme. Rossi, mach's gut. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir was.
schon irgendwie auch lustig, ne, dass die Horizon-Zuschauer ja voll im übelsten Dreckswetter mitten in der Pampa sind und einen absolut abfeiern. Also mir wäre das ja echt dumm. Aber bei Horizon ist halt da, ja, ist da gut drauf. Das ist doch typisch Rallye-Zuschauer, oder nicht? Ja, aber die haben ja dann immerhin so Regencapes oder sowas an, oder? Weil die sind da halt in ihrem, nach wie vor in ihrem T-Shirt und kurzen Hosen und, ja. Sind nicht aus Zucker. Nee, das sind sie definitiv nicht. So, dann das hier noch. Wenn ich dich Rennen fahren sehen könnte, wäre ich auch bei jedem Wetter dabei. Oh. Ja gut, ob das aber so sehenswert ist, ich weiß es nicht. Nein, das ist eine andere Meisterschaft. Ich bin so dumm. Oh nein. Ich dachte noch gerade, warum ist das... Oh. Ich bin so blöd. Nein. Oh, scheiße. Also nochmal, weil es so schön war. Es tut mir leid. Mein Fehler. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, leider. Ja, dumm. Nicht aufgepasst. So ein Scheiß. Weil es so viel Spaß macht. Aber jetzt sind keine Mercedes-Trucks dabei. Das ist ja irgendwie lustig, ne? Die sind jetzt auf einmal verbannt worden. Cartman, genau, du hast es erfasst. Es ging mir einfach zu schnell heute. Ah, das tut mir jetzt leid, sorry. Mein Fehler. Ist mir ja tatsächlich schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich eine Meisterschaft zu früh abgebrochen habe. Wobei mir das auch schon passiert ist, weil ich dachte, wir haben die Meisterschaft schon erledigt und habe dann die nächste gestartet. Aber das war jetzt wirklich, ich dachte wirklich, das ist das nächste Rennen. Hab mich dann insgeheim so für mich im Stillen noch gewundert. Hey, okay, cool, das letzte Rennen ist querfeldein. Und nicht Grip. Ja, von wegen. Weil es ist ja einfach, du musst aber die weißen Symbole suchen und nicht die roten oder pinken. Aber ja, in dem Moment war es mir wohl egal. Drive. Seitdem 386er mit PCs, aber die ganzen Funktionen in diesem Chat wie auch im Discord überfordern mich massiv. Rally, was überfordert dich? Du schreibst was in den Chat und dann steht es da und dann kann ich es lesen. Das ist die Grundfunktion des Chats, alles andere kann dir doch egal sein. In erster Linie. Ja. Ja, schon klar, aber wie gesagt, im Zweifel muss man sie ja dann auch nicht nutzen oder kennen. So. Deswegen, ich würde mich da jetzt nicht verrückt machen. So viel davon nutze ich ja hier noch gar nicht.
Rocky Cat Papa, ja, ich glaube, ich bin da die falsche Adresse tatsächlich. Ich kann das nicht wirklich gut erklären. Naiko, ich... Keine Ahnung, ich... Kann halt vielleicht sein, dass sie den rausgenommen haben. Weil wieder irgendwelche Leute die Autos wieder früher abgeholt haben und versucht haben, ins Auktionshaus zu stellen. Und das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie diese ganzen neuen Autos dann einfach aus dem Auktionshaus erstmal verbannt haben. Und es dann nachträglich wieder reinbringen. Aber das gibt es ja oftmals, dass eben Leute quasi Zeit reisen und dann die Autos sich holen und dann quasi ins Auktionshaus stellen. Und dann kannst du quasi übers Auktionshaus die Autos auch schon deutlich früher kaufen, weil halt die Leute das reingestellt haben. Und ich denke mal, um das zusätzlich zu verhindern, werden die dann halt quasi pro forma erstmal gesperrt. Oder gar nicht erst. Oder besteht gar nicht erst die Möglichkeit, es ins Auktionshaus zu stellen. Ja, Krieger, ein Schelm, wer Böses denkt, ne? Dabei muss man ja sagen, ich habe ja in letzter Zeit nicht unbedingt Werbung für BMW gemacht. Also im Sinne von sehr positiv über BMW berichtet. Man könnte ja meinen, oder die Leute bei BMW könnten ja meinen, dass ich was gegen sie habe. Dabei habe ich eigentlich nur was gegen ihre Dickmann-Philosophie. Sagt er jetzt und fährt ein X5, ne? Ist ja perfekt. Merke ich gerade selbst. Aber gut, ein X5 darf ja auch dick sein. Aber ein Rennwagen in meinen Augen halt nicht. Aber gut. Die werden schon wissen, was sie tun. Philosophie. Ich bin kein großer Fan vom neuen M4 oder überhaupt vom 4er und vor allem halt nicht des Rennwagens halt. Also ich fand es halt damals, als sie den Z4 durch den M6 abgelöst haben, also M6 GT3, fand ich halt nicht so geil, weil ich dachte halt so, ja, weiß nicht, ist halt so ein Riesenschiff, gefällt mir halt irgendwie gar nicht, passt für mich nicht irgendwie in die GT3-Klasse. Bentley, große Ausnahme, aber gut, was will Bentley da auch was groß was anderes hinstellen? Und, also ich verstehe schon, warum BMW das gemacht hat, ne? Also, nicht falsch verstehen, ich finde es einfach nur vom Geschmack her, fand ich es nicht cool. Und als sie dann mit dem M8 GTE kamen, war es halt für mich so, ey, ja klar, und das nächste Mal kommen sie dann halt mit einem SUV, so mit dem X5 GT3 oder was. Und als dann die Nachricht kam, ja, der M6 wird quasi, gibt's ja nicht mehr, weil ja der M8 dann da war. Nicht X6, sage ich. Der M6 gibt es ja nicht mehr, weil ja der M8 da ist. Und beim GT3 werden sie dann auf den neuen M4 gehen. Und dann war ich so voll, jawohl, geil, M4, wieder so ein bisschen Coupé. Und das passt ja zu BMW super. Und ja, und dann ist jetzt halt der aktuelle 4er einfach größer als der, ja, 6er. Ne? Also der M4 ist halt einfach faktisch größer als der M6. Und das ist halt, ja, wow. Also deswegen, nee, ich bin da gar kein Fan von diesen riesen Oschis. Für mich passt es da einfach nicht rein. Und deswegen bin ich da kein Fan von. Und ja, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen schon.
Salento. Kriegst von Google Lord ein Sub geschenkt. Vielen Dank an Google Lord. Vielen Dank. Nissan ist auch ein Schlachtschiff. Ja, aber ganz ehrlich, ein GTR ist ja wohl deutlich kleiner als der aktuelle M4. Also, bei aller Liebe. Gerade die GT3-Version. Die GT3-Version vom GTR ist echt krass klein dagegen. Habe ich gesagt, ist nur mein Geschmack, muss man nicht teilen. Und deswegen, ja, habe ich halt in letzter Zeit ein bisschen da, das war halt in letzter Zeit auch mal Thema. Und deswegen habe ich ja gesagt, da habe ich jetzt nicht gerade sehr positiv über BMW, wenn man so möchte, berichtet. Obwohl ich ja immer wieder sage, BMW finde ich eine mega geile Marke. Halt auch, weil sie diesen Bezug zum Motorsport und Serie halt extrem haben und halt auch eine krasse Historie dahingehend haben. Also genau das, was ich ja bei Porsche so geil finde. Und ja. Der GTR ist aber auch deutlich älter, Marvin. Ja. Ich meine, klar, der M4 ist schon flach gebaut, der GT3, aber es ist ja ein Riesen-Oschi. Lang, breit, also, ne? Tut mir leid, das ist ja... Nein, ich mache nicht den gleichen Fehler nochmal. Spaß. So, ja, die GT3, so die Rennwagen sind meistens noch mal ein bisschen größer und breiter als die Straße, ist ja klar. Er ist aber nicht kleiner, Marvin. Er ist größer. Und ich finde nicht, dass er kleiner aussieht. Wirklich nicht. Denn der sieht größer aus. Allein durch seine fetten Nieren und alles. Aber ja, wie auch immer, ich werde auf jeden Fall kein Fan von diesen großen GT3-Wagen. Gefällt mir irgendwie nicht. Ja, BMW hat auch ein LMP dann, ja. Oder LMDH heißen die ja. Bin ja auch mal gespannt. Es sind super viele Marken, die da mitmachen. Das wird richtig geil, glaube ich. Aber ich denke mal, das ist wie immer, da machen jetzt super viele mit. Und wenn sie dann nach kürzerer Zeit merken, dass sie nicht erfolgreich sind, steigen sie wieder aus. Das heißt, wir werden jetzt am Anfang super viele Marken drin haben. Und dann am Ende sind es dann wieder so 3, 4 oder so, die übrig bleiben. Wie es halt immer ist im Motorsport. Gut, Cadillac hatte ja schon mit ihren Daytona-Prototypen schon gezeigt, dass sie da was auf die Beine stellen können. Also, why not? Ihren DPIs. Im 8 LMP. Genau. Ja, die Höhe ist doch voll Bums, Marvin. Die Höhe ist so egal, wenn das ganze Auto insgesamt deutlich mehr Masse mit sich bringt. Das Dach vom M4 ist ja halt super flach gebaut, alles schön und recht, aber... Und dann überleg mal, wie alt der R35 GTR bitte ist. Das Ding ist ja ein uraltes Konzept, auch wenn es halt mal wieder ein Facelift gab, aber... Lass mir trotzdem nicht erzählen,
GTR sieht trotzdem viel filigraner aus, weil er einfach viel schmaler ist und alles. Und ich rede ja auch nicht vom Nissan GT-R. Ich bin ja auch kein Fan vom Nissan GT-R in der GT3-Klasse. Ist mir trotzdem zehnmal lieber als diese Riesenschiffe von BMW. Weil ich meine, BMW ist eine Marke, die hätten ja die Auswahl. Die hätten ja die Möglichkeit, Modelle zu nehmen, die ein bisschen sportlicher sind in meinen Augen. Aber egal, reden wir da nicht drüber. Es ist nur mein Geschmack. Und Geschmack ist nicht immer unbedingt schnell. Das hat ja schon seinen Grund, warum BMW sich so entschieden hat. Die wollten halt Fahrzeuge haben, groß sind, die einen langen Radstand haben, damit das Ding einfach stabil ist. Und anscheinend ist es ja auch so, dass die Piloten sagen, das Ding liegt halt einfach wie ein Brett. Logischerweise kann ich auch verstehen, dass das so ist. Dann wieder auf den zurück. Ich meine, das ist ja auch zum Beispiel der Bentley GT3 ist ja eigentlich größer als der M6 gewesen. Aber rein von der Optik her fand ich das zum Beispiel nicht. Rein optisch fand ich den M6 größer als den Bentley. Deswegen, also manchmal macht ja auch das Auge noch ein bisschen was mit. Und deswegen kannst du natürlich immer mit dem Zollstock hinstehen, aber am Ende des Tages hat es ja auch was mit dem Augenmaß zu tun oder so. Oder wie man das auch, oder mit der optischen Täuschung dann in dem Fall. Vor allem der Z4 war halt einfach optisch so ein geiles Teil. Ich finde es immer noch einer der, also gerade zu seiner Zeit, in seiner Ära, als er aktuell war, war halt einfach, ja, der schönste GT3. So, sah einfach am geilsten aus. Klang auch verdammt geil. Und ja. Ich meine, der Z4 war halt für die Fahrer halt echt assi. So, hast du ja immer wieder gehört, er war nicht so geil zu fahren oder sehr anstrengend zu fahren. War halt sehr eng, sehr klein, kaum Platz drin. Da war natürlich dann M6 natürlich eine ganz andere Nummer. Da war das halt dann schon so ein Schlachtschiff dann dagegen. Deswegen, ich verstehe ja die ganzen Entscheidungen. Die Vorgänger, Z4, GT3, M3, GT2. Der M3 GT2, den gab es ja auch als GT3-Umbau mal auf der Schleife. Der war halt auch verdammt geil. Das waren schon richtig krasse Dinger, ja. Ist Bentley nicht BMW? Nee, Bentley gehört doch auch zu VAG, oder nicht? Hat Bentley nicht selbe Ding wie Audi? Selbe Unterbau und so weiter? Oder täusche ich mich? Ja, VAG, ja. Eben, weil der Bentayga, das weiß ich nämlich noch, müsste nämlich denselben Unterbau haben wie der Q8, glaube ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Q7 oder Q8? Aber wahrscheinlich Q7, Q8, wahrscheinlich jeden gleichen Unterbau. Ja, Rover, genau. Aber auch nicht mehr, glaube ich.
Also haben wir doch Q-Audis bei FA5. Ja, so gesehen schon. Weil der Cayenne und auch hier der Macan nutzen ja auch die gleiche Basisplattform, wie sie bei Audi nutzen oder bei Lamborghini, beim Urus. Ist ja alles irgendwo dasselbe Dings da unten drunter. Genau. Bald Raven, genau. Ja, ich glaube, beim Macan ist es beim Q4 oder sowas die gleiche Plattform, meine ich. Und beim Cayenne ist es eben Urus und so weiter, die haben alle das gleiche. Denkst du, der nächste F1-Teil wird besser? Das kommt drauf an. Also besser auf jeden Fall. Also ich glaube, viel schlechter als 2021 wird wohl nicht gehen. Wie gesagt, es gab halt ein paar Sachen, die ich bemängelt habe jetzt in dem ersten Preview. Aber jetzt gucken wir mal. Mir wurde quasi, oder beziehungsweise es wird auf jeden Fall nochmal ein Preview geben. Das war auch letztes Jahr so, dass es zwei Previews gibt vom finalen Spiel. Also ich denke mal, dass es da jetzt... Haltet einfach mal die Augen und Ohren offen in den nächsten 2-3 Wochen. Wird es bestimmt nochmal Previews geben zum neuen F1. Und ich denke mal, da wird man dann auch nochmal sehen, was sich da getan hat schon Richtung finales Spiel. Und dann, ja, sehen wir es ja. Nein, lass mich den Sprung machen. Ja, oh, verdammt. Oh doch, hat gepasst. Schon gedacht, das ist mal eine Barrel Roll. Ja, als ob die mich so einfach überfliegen können. Richtige Überflieger. Lächerlich. Die haben einfach wie bei Knight Rider, bei Kid, einfach mal den Sprungknopf gedrückt. Zit, zit, zit. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Sodele, dann haben wir noch ein Rennen hier. Korrekt, Grani, ja. Korrekt. Herbalist, ich glaube, Porsche darf schon sehr viel selbst entscheiden. Aber klar, irgendwo wird trotzdem irgendwas limitiert sein. Ich denke mal, über
kurz oder lang wird sich Porsche sowieso von VRG freikaufen. Aber ja. Müssen wir mal abwarten. So, jetzt überfliege ich die. Oh, oder ich fliege auf sie drauf, was die Landung nicht gerade sehr smooth macht. Neue Alternativroute hier. Was hat eigentlich Forza geschafft, den Super ins Spiel zu bekommen und The Crew 2? Also The Crew 2 nicht, meinst du? Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was die Auflagen dazu sind oder was man da machen muss oder wie auch immer. Der 911 ist geil, ja. Der GT3 ist natürlich schon eine Wucht. Aber die Basis halt, also der 992 ist halt schon auch eine echt krasse Basis, wenn man halt bedenkt, dass der Carrera, also der 992 Carrera, einfach halt schon, also die Plattform ist halt schon echt richtig fett. Also fett im Sinne von wirklich fett. Also der ist vorne schön breit und alles, das ist schon enorm. Deswegen, ich bin mal gespannt, was so noch alles in dieser Baureihe so passieren wird. Ich meine, da wird es ja garantiert auch wieder eine Facelift-Reihe geben. Also quasi eine 992.2 und so weiter. Aber ja, also das wird schon noch richtig verrückt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es dann bestimmt über kurz oder lang dann eben den ersten Hybrid 911er, das ist ja auch schon fest geplant, wird kommen und so weiter. Also ich glaube, da kommen schon noch richtig krasse Modelle. Und ja, ein GT2 oder so wird sicherlich auch noch dann irgendwann in Zukunft nochmal erscheinen zu der Baureihe. Aber halt dann natürlich zur Facelift-Reihe. Und ich glaube, das wird schon alles richtig krass. Ja, Marvin, aber ich denke mal, das wird so wie immer sein, dass es erst zum Facelift kommt. So zum Abschied oder zum Ende hin der gesamten Baureihe dann. Also ich denke mal, vom jetzigen 992 wird es kein GT2 geben. Das wäre komisch. Was ja eigentlich auch cool ist, weil dadurch, dass sie sich ja mehr Zeit lassen, kann sich das ja alles viel krasser entwickeln und dann sind die Sprünge von dem einen GT2 RS zum nächsten GT2 RS ja auch richtig immens groß. So. Weil jetzt nimmst du den GT3 und GT3 gibt es eigentlich mit jeder Phase, also mit jeder Generation, mit jedem Facelift und da sind die Sprünge immer so ein Stückchen mehr. Das ist immer so ein Stückchen. So. Das baut ihr immer so ein bisschen aufeinander auf. Was auch cool ist, aber halt da ist halt der Impact, sag ich mal, nicht so, boah, krass, was sich da alles getan hat. Marvin, das denke ich auch tatsächlich, dass der nächste GT2 RS wahrscheinlich mit Hybrid ist. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das so kommt. Wenn es sich performance-technisch lohnt halt, ne? Aber ich denke mal, Hybrid lohnt sich auf jeden Fall, wenn sie es gut einsetzen. So, die Meisterschaft haben wir auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oder kommen wir zur nächsten und zur letzten Meisterschaft. BMW gegen Volkswagen B700. Das ist ja mal ganz verrückt. GT3 RS wird fett, ja. Auf jeden Fall. Also die Erlkönig-Fotos, die wir da schon gesehen haben. Allein der Heckflügel ist, also für ein Straßenfahrzeug, ist schon ein bisschen crazy. Aber ja, der wird auf jeden Fall, glaube ich, richtig übel. So, dann gucken wir doch mal, was wir da so Schönes haben. Ja, wir könnten natürlich... ja, dann nehmen wir mal den Golf, komm. Sonst sind wir jetzt nur BMW und Porsche gefahren. Dann wollen wir doch auch mal das typisch deutscheste Auto fahren, den Golf. Was wäre denn der theoretische Nachfolger der 992-Reihe? Theoretisch 994. Doch 996 gab's. Da kam heute ein Video, Grani, auf dem YouTube-Kanal. 996 gab's heute. Also es gab noch nicht, 994 gab's noch nicht, 995 gab's noch nicht, 998 gab's noch nicht und 999. So, also sie haben noch Puffer. Aber ich denke mal, sie werden irgendwann eh aus den 90er-Zahlen ausbrechen. Weil ich meine, ne, vor dem 993
war es ja auch eine 964, also so gesehen. Ich denke auch, wenn der 923 ein Hybrid bei der S-Variante kommt, dann beim GT2. Genau, ja. Also ich denke auch, das ist schon möglich, dass der GT2 Hybrid hat und so weiter. Ich denke, so dieses Puristische wird lange beim GT3 halt einfach bleiben. Und beim GT2 geht es ja darum, wirklich so das absolute Nonplusultra da halt irgendwie. Was natürlich halt auch sein kann, wobei ich weiß nicht, inwieweit das halt dann mit der 911 Plattform oder einvernehmlich ist, dass sie vielleicht sogar in GT1 Straßenvariante, weißt du, was ich meine? So ein richtig übertriebenes Auto machen, wo dann halt diese Hybrid ist. Weil eigentlich ist es ja laut Definition ist ja der GT2 immer die krasse Performance-Variante des Turbos, des 911 Turbos, auch wenn er den Allrad nicht übernimmt, aber der Turbo hat früher auch kein Allrad gehabt, das kam ja erst später, dass die Turbos immer Allrad hatten. Dass sie dann halt sagen, nee, halt mal, der Turbo hat ja auch kein Hybrid, zumindest mal bis jetzt noch nicht. Dass sie sagen, nee, GT2 bleibt dem Turbo-Ding treu und dann müssen wir was Neues machen und dann sagen wir, okay, wir gehen nochmal eins oben drauf und machen GT1. Wobei, wenn man das dann mit der Historie, es gab ja einen 911 GT1, wenn man sich zurückerinnert. Der war natürlich alles andere eigentlich als ein 911er. Aber ja, wer weiß, was sich die Porsche-Leute so einfallen lassen. Weil, sagen wir es so, wenn die wirklich einen 911 GT1, also mit dem Namen 911 GT1 machen, ja, dann muss es halt schon in so eine Hypercar-Richtung gehen. Von à la Porsche 918 und Carrera GT, so auf die heutige Zeit gemünzt. Also, deswegen, wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Aber feiern würde ich es trotzdem. So einen modernen 911 GT1. Ja, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie nach der 992-Reihe tatsächlich sogar vielleicht mit dieser 99 und irgendeine Zahl vielleicht sogar wirklich brechen. Also dass sie dann da wirklich komplett woanders hingehen. Ja, Marvin, ja. Also ich meine, es ist jetzt auch, du musst ja überlegen, der 918 Prototyp wurde 2010 vorgestellt. Und 2013 begann dann die Serienproduktion. Und ich glaube, fertig war dann 2015. Und jetzt haben wir natürlich schon Mitte 22. Also, ne, wir sind quasi nächstes Jahr dann schon 10 Jahre nach 918. Ich meine, für das hat sich der 918 echt geil gehalten. Für mich ist der 918 immer noch ein modernes Auto. Aber klar, das hat sich schon, also gerade der Hybrid Technik hat sich natürlich sehr viel getan, wenn man bedenkt, 918 Hybrid-Technik ist ja eher Kindergarten, wenn man bedenkt, was heute so möglich ist. Deswegen, ja, wenn Porsche will, könnte schon sein, dass sie diese Reihe fortsetzen. Wobei, wenn man es genau nimmt, vom 959 zum Carrera GT war auch eine lange Zeitspanne. Also es ist ja nicht verpflichtet, dass sie alle 10 Jahre so ein Ding bringen. Ja. Muss halt passen zu der Zeit irgendwo, zum Zeitgeist, sage ich jetzt einfach mal. Mich ein bisschen ausbeschleunigt tatsächlich. Mal die erste Kurve und ich bin wieder dran. Und zum großen Teil sogar vorbei.
Was lernen wir daraus? Leistung ist nicht alles, meine Damen und Herren. Ja, müssen wir gucken, Marvin. Ich meine, das LMDH-Reglement schränkt ja schon ziemlich ein. Und ja, müssen wir gucken. Ich weiß nicht, braucht man ein Homologationsmodell für die LMDH? Denkt man eher nicht, oder? Ich habe mich tatsächlich mit dem Regelwerk nie so wirklich befasst, weil ich gedacht habe, ich gucke mir das an, wenn es soweit ist. Aber es ist bald soweit, deswegen... Nein, da ist ja auf LMP2-Chassis basiert, ja, okay. Ja gut, steckt ja eigentlich auch im Namen drin so ein bisschen, also deswegen. Bei der Hypercar-Klasse brauchst du Straßenautos. Okay. Wie ist denn das eigentlich von der Stärke her? Diese Hypercar-Klasse und die LMDH-Klasse, die soll ja ähnlich stark sein, oder? Oder ist es schon klar, dass die eine Klasse stärker als die andere ist? Weil die die Hypercar-Klasse ist halt deutlich teurer, glaube ich. Die LMDH-Klasse ist halt deutlich günstiger. So mein Kenntnisstand. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und ich meinte mal gehört zu haben am Anfang, dass die Stärke der beiden Klassen aber trotzdem am Ende auf sehr ähnliches Niveau rausläuft. Aber kann ich mich natürlich jetzt auch täuschen. MDA sind günstiger. Ja, genau, das habe ich ja gesagt. Ich glaube, die sind so Hälfte oder ein Drittel nur so teuer. Neue LMP2 kommen ja auch. Ja gut, aber die neue LMP2 wird wahrscheinlich halt kein Hybrid dann haben. Und dementsprechend schwächer sein in ihrer Leistung. Kann ich mir dann vorstellen. Genau, das war ja die Idee, dass IMSA und WEC ihr Dings vereinen. Das war ja diese große Schlagzeile damals, dass sie es geschafft haben, ein Reglement aufzustellen, das halt in beiden Rennserien angetreten werden kann. Und die Hypercar-Klasse, schätze ich halt mal, wird halt nur in der WEC möglich sein. Wie gesagt, ich muss mich da nochmal beschäftigen mit. Ich habe das immer nur so am Rande mitbekommen. Ich dachte, ich habe gerade nicht so viel Geld auf dem Konto, um weder in der einen noch in der anderen Klasse ein eigenes Team aufzustellen. Ja. Der neuen Automobilmarke PXH. Der neue PXH LMDH. Ja, cool wär's, aber ich glaube, da bräuchten wir nochmal ein paar mehr Abonnenten. Ein paar arg viel mehr Abonnenten. So. Verbremst. Also mit der Bremse habe ich es gerade.
Ja, ich wiederhole mich, mit der Bremse habe ich es gerade. Ja, Marvin, mach's gut, ich bin hier auch gleich durch. Man hört sich. Heute brauchst du auch lange. Ja, gut, wenn man halt eine Meisterschaft zweimal fährt, weil man dumm ist, dann braucht man lange. Und der Forzaton ging auch ein bisschen länger. Muss man sagen. Nein, ich verliere die Kontrolle. Glück gehabt, dass da das Ziel war. Ha, ha, ha. Gut, es ging schon mal schief. Also eigentlich sollte ich ein bisschen vorsichtig sein mit dieser... mit diesem frühen Handbremse ziehen. Eine Kate war auch etwas länger. Ja gut, der Kate war, wäre ja so oder so, ob das jetzt 10 Minuten geht oder 5 Minuten, also die 5 Minuten, macht es dann am Ende auch nicht aus. So, aber jetzt haben wir tatsächlich alles erledigt. Und ja, sind damit tatsächlich durch. Sehr schön. Dann würde ich auch sagen, mache ich gar nicht ein langes, großes Drara. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals, dass ihr wieder zahlreich erschienen seid und dabei wart. Danke auch für die ganzen neuen Follower, die am Start waren, aber natürlich auch die, die schon längst Follower waren. Schön, dass ihr am Start seid und wart. Danke auch an die neuen Subscriptions. Vielen lieben Dank euch. Ich sage Tschüss an dieser Stelle. Ich raid euch jetzt noch irgendwo rüber. Wahrscheinlich zu Andy oder so, wenn er live ist. Und ja, ansonsten wünsche ich euch was. Morgen dann irgendwann im Laufe des Tages kommt das Video zum GT3 natürlich. Und dann hört man sich. Livestream-technisch vielleicht noch ganz kurz Programm. Morgen Abend schätze ich mal iRacing nochmal. Ein bisschen Training. Da geht's zurück in den 911 Cup. Also auch 911 GT3 Cup ist quasi das Fahrzeug, was wir uns morgen in Forza angucken, nur als Rennwagen. und genau. Da ein bisschen üben. Am Samstag selber dann natürlich das Rennen in iRacing. Das letzte Rennen, das Saisonfinale. Und ansonsten mal gucken die nächsten Tage. Ja, also ich habe auf jeden Fall Bock, Gran Turismo weiterzumachen. Das hat mir echt Spaß gemacht am Montag. Und auch wenn es frustrierend war, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also da geht es auf jeden Fall auch, denke ich mal, die nächsten Tage weiter. Und ansonsten auf dem YouTube-Kanal. Multiplayer-Folgen, Videos etc. Ihr kennt das ganze Spiel. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch was. Und dann sagen, haue ich euch einfach nochmal zu Andy rüber. Dann könnt ihr ein bisschen im Thema bleiben. Und viel, viel Spaß bei ihm. Lasst ihm liebe Grüße da. Denn macht's gut. Ciao.